Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zum Digipad Allergie 2024. Mein Name ist Harald Josef von mein Allergieportal und ich werde Sie durch dieses Programm begleiten. Die beiden Gespräche mit der Frau Privatdozentin Dr. Ziegelmeier und der Dr. Med. Kerstin Wildermuth wird meine Frau Sabine Josef führen. Unterstützt wird dieser Digipad wieder vom Ärzteverband Deutscher Allergologen, dem ADA, dem ich an dieser Stelle für die Unterstützung wie immer herzlich danke. Ganz herzlichen Dank geht auch an die Sponsoren dieser Veranstaltung, an die Firmen Allergopharma, Sanofi und Takeda, die diesen Digipad möglich machen. Diese Firmen haben auch Informationen, weiterführende Informationen für Sie zur Verfügung gestellt. Diese finden Sie dann im Chat. Die technische Betreuung des Webinars liegt wie immer in den bewährten Händen von Jan Limmig von Insista. Auch dafür schon jetzt meinen herzlichen Dank. Sie können zu den Vorträgen Fragen stellen, online direkt und in dem Bedienkasten, je nachdem, wie Ihr Bildschirm aufgebaut ist, entweder rechts oder unten, finden Sie Fragen und Antworten F und A. Bitte da Ihre Fragen online reinstellen. Ich werde Sie dann nach dem Vortrag jeweils den Referentinnen und Referenten vorstellen und vorlesen und diese werden Sie dann direkt online beantworten. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und in einigen Tagen auf YouTube veröffentlicht. So, das war schon mit der kurzen Einleitung. Dann beginnen wir mit dem ersten Vortrag. Herr Professor Dr. Eckhard Hamelmann wird diesen ersten Vortrag halten. Guten Morgen, Herr Professor Hamelmann. Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Kinderzentrum des Evangelischen Klinikums Bethel in Bielefeld und Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderpneumologie, Allergologie und Infektologie, Immunologie. Herr Professor Hamelmann ist außerdem erster Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, DGAKI. So, lieber Professor Hamelmann, dann schalte ich mich weg und es ist Ihr Vortrag. Ja, guten Morgen, lieber Herr José. Vielen Dank für diese Einladung, für die Möglichkeit, dass wir hier über allergische Entzündung Typ-2-Inflammation sprechen. Ich begrüße alle anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir haben hier einen spannenden Vormittag gemeinsam. Ich rede über Typ-2-Inflammation. Hier sind ganz kurz Conflict of Interest, meine Forschungsunterstützung, meine Vortragstätigkeiten und meine Beratertätigkeiten aufgelistet. Ich versuche natürlich selbstverständlich diesen Vortrag sehr unabhängig von Firmeninteressen zu halten, sondern es geht um Informationen, die Sie bekommen. Ich fange mal ganz harmlos an. Sie alle wissen, atopische Erkrankungen sind häufig, aber sie fangen natürlich nicht gleich mit der Geburt an, sondern erst kurz danach. Die meisten beginnen so im 2, 3 Lebensmonatsalter. Atopische Dermatitis ist eine frühe Erkrankung. Nahrungsmittelallergien sind oftmals schon im ersten oder im zweiten, dritten Lebensjahr vorhanden. Dann oftmals auch in der sogenannten transienten Form. Das heißt, wir haben Kuhmilch, Hühnereiweißallergien, die dann auch wieder verschwinden. Einige bleiben auch. Dann kommt oft ein allergisches Asthma bereits vor der allergischen Rhinitis oder mit ihr zusammen. Im Alter von 5, 6 Jahren kann man dann auch mal vom Asthma reden. Vorher sind es meist infektgetriggerte Probleme. So ist sogenannte atopische Marsch aufgebaut. Das heißt, Sie sehen, diese Erkrankungen beginnen früh, sind oft miteinander verbunden. Und das zeigt Ihnen auch dieses Bild, wo Sie aus der sogenannten Maskohorte in Berlin sehen, dass viele, viele Kinder vor allem mit einer atopischen Dermatitis starten. Und was wir in dieser Maskohorte gefunden haben, ist vor allem, dass Kinder, die eine sehr schwere Neurodermitis entwickelt hatten in den ersten Lebensjahren, in einem hohen, hohen Prozentsatz auch Asthma oder allergische Rhinitis entwickelten. Das heißt, mit einem hohen Score-Rat von 50, das heißt wirklich schwere atopische Dermatitis, entwickelten 50% der Kinder später Asthma und 75% entwickelten eine allergische Rhinitis. Das zeigt Ihnen einfach nur, oder was möchte ich Ihnen hiermit zeigen? Einfach nur, dass diese Dinge sehr eng zusammenhängen und diese Erkrankungen meist in irgendeiner Form verbunden sind. Dieses Bild zeigt das so ein bisschen, von der Haut schlägt es nach innen, aber das ist nicht das, was ich mitteilen möchte. Es schlägt nicht nach innen. Es ist nicht so, dass man mit einer guten Behandlung der Haut irgendwann plötzlich das Asthma hervorruft. Dieses Ammenmärchen existiert leider immer noch, sondern es ist einfach so, dass wir eine Barrierestörung der Haut haben, die natürlich dann auch begünstigt, dass sich über diese
Ja, also ein bisschen durchlässige Haut, Allergene, Toxine, Staphylokokkentoxine zum Beispiel, besser durch die Haut hindurch wandern und hier dann eben eine allergische Sensibilisierung begünstigen und damit dann eben dieser hohe Prozentsatz an allergischem Asthma und allergischer Rhinitis begünstigt wird, der später zu kommen ist. Hier habe ich jetzt eine etwas kompliziertere Folie eingebaut, die ich aber sehr gerne mit Ihnen auflösen möchte. Es ist aber eine ganz spannende Studie, die ich finde, die müssen wir unbedingt uns angucken. Das zeigt den Zusammenhang zwischen früher Sensibilisierung und der Ausbildung von Asthma und allergischer Rhinitis. Was ist hier gemacht worden? Hier sind zu drei Zeitpunkten Kinder und Jugendliche untersucht worden. Es ist also auch eine neugeborene Kohorte gewesen. Die wurden mit 8, 12 und 18 Jahren untersucht. Und dann wurde eben geguckt, welche Sensibilisierungen sind zum Zeitpunkt von 8, 12 oder 18 Jahren ausgebildet. Und dann, welche Kinder hatten dann bereits eine allergische Rhinitis, das sind die oberen drei, oder ein allergisches Asthma, das sind die unteren drei Plots. Und was Sie einfach hier sehen können, und das ist, finde ich, kann man in keiner anderen Studie so gut zeigen, ist, wer eine frühe Sensibilisierung hat, also bereits im Alter von 8 Jahren sensibilisiert war, das sind diese dunklen, dunkelgrünen Balken, der hat dann mit 19 Jahren, mit 57% dieser Kinder hatten dann eine allergische Rhinitis und 30% ein allergisches Asthma. Wenn sie keine Sensibilisierung hatten bis zum Alter von 19 Jahren, dann haben sie nur 3% allergische Rhinitis und 6% Asthma. Das zeigt Ihnen einfach, wie bedeutsam es ist, wenn eine frühe allergische Sensibilisierung da ist, wenn eben diese allergisch getriggerte Entzündungsreaktion aufgetreten ist, dass dann sozusagen dieser atopische Marsch losgeht und wir mit einem hohen Prozentsatz dann mit den Patientinnen und Patienten rechnen müssen. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Allergische Rhinitis als Eintrittspforte für allergisches Asthma. Bei Jungs zum Beispiel, wenn sie eine allergische Rhinitis haben im Alter von bis 6 Jahren, dann ist das Asthma-Risiko 3,6-fach erhöht, bei den Mädchen 2,3-fach. Zeigt also einfach, wie eng diese Sachen zusammengehören. Allergische Rhinitis plus allergisches Asthma oftmals verbandelt. Sie können einfach so die grobe Regelung nehmen. 2 Drittel aller Kinder mit Asthma haben auch allergische Rhinitis und 2 Drittel der Kinder mit Asthma, mit allergischer Rhinitis haben auch Asthma. Also, wie rum Sie es auch immer nehmen, das ist einfach sehr, sehr verwandt. Wir wissen natürlich, dass allergische Erkrankungen über eine Vielzahl von Faktoren entstehen. Da gehört die Genetik dazu, die ist sehr stark. Wenn Eltern zum Beispiel beide eine atopische Dermatitis haben, dann wird das Kind mit einer fast 80-prozentigen Sicherheit auch eine atopische Dermatitis entwickeln. Es gehören aber auch dazu epigenetische Faktoren. Das heißt, wie werden diese Gene umgesetzt? Da ist dann die Umweltbeeinflussung natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Und dann gibt es das, was ich eben gesagt habe, Barrieredefekte, Einfluss von Mikroben, von Mikrobiom und von Störung des adaptiven Immunsystems. Mittlerweile haben wir ein deutlich besseres Verständnis über die Entstehung von Asthma, weil wir uns entwickelt haben in der Betrachtung des Entzündungsmodus. Wir wissen, dass Asthma nicht eine einzelne Erkrankung ist. Wir wissen, dass Asthma ein heterogenes Krankheitsbild darstellt und wir reden heute von den sogenannten Endotypen. Das heißt, wir verstehen, dass es nicht mehr nur noch extrinsisches und intrinsisches Asthma gibt, sondern dass Asthma unterteilt werden kann eben in diese allergischen eosinophilen Phänotypen und die sogenannten Typ-2-Entzündungsreaktionen. Und die möchte ich Ihnen eben heute vorstellen. Im Kindes- und Jugendalter ist diese sogenannte Typ-2-Niedrigentzündung fast nicht vorhanden. Bei einem Kind mit Asthma müssen Sie eigentlich immer auch nach Allergien suchen. Das sind dann eher die Erwachsenenpatienten, zum Beispiel Adipositas-assoziierte Erkrankungen. Hier gehe ich jetzt einfach mal rüber hinweg. Die Typ-2-Entzündung ist bei den atopischen Erkrankungen ganz dominant. Wenn wir uns angucken, die atopische Dermatitis gehört dazu. Die ganzen respiratorischen Allergien gehören dazu. Das heißt, allergisches Typ-2-Asthma, chronische Rhinosinusitis mit oder ohne Nasenpolypen und natürlich das allergische Rhinitis. Hier hatten wir das schon gesagt, bis zu 80% haben selber ein Asthma dann. Dazu gehört auch die Nahrungsmittelallergie und das etwas seltenere, aber wenn man genauer hinguckt, doch gar nicht so seltenes Krankheitsbild der eosinophilen Ösophagitis. Ganz wichtig ist, wenn Sie viele dieser Komorbiditäten bei einem Patienten finden, der Asthma hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Asthma persistiert, das heißt nicht irgendwie in einer natürlichen Remission verschwindet, wie man so oft dann auch vermutet oder behauptet, das wächst sich aus.
Das wächst sich nicht aus. Bei diesen Erkrankungsbildern, wenn Sie wirklich diese Komorbiditäten haben, Patientinnen und Patienten mit einer atopischen Dermatitis, mit einer Nahrungsmittelallergie, mit einer allergischen Rhinitis, dann kann man davon ausgehen, dieses Asthma ist persistierend und es hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch ein schweres Asthma zu entwickeln. Wenn wir uns angucken, was ist diese Typ-2-Entzündung, dann sehen wir hier so ein klassisches Konfusiogramm. Da sind ganz viele Mediatoren und Zellen beteiligt natürlich. Ich möchte Sie auf drei Dinge hinweisen. Erstens, es gibt hier ganz oben im Epithel diese sogenannten Alarmine. Dazu gehört zum Beispiel hier das TSLP. Das erwähne ich extra, weil es hier auch später einen Ansatzpunkt für gibt. Das sind also Stoffe, die im Endothel sitzen und dann zum Beispiel von nicht Allergenen, sondern von Irritantien, von Viren oder von Toxinen angetriggert werden und dann hier eine Kaskade der angeborenen Immunität loslösen, die letztendlich dann aber auch mit einem Release von sogenannten Typ-2-Zytokinen IL-4, IL-5, IL-13 endet. Die andere Seite ist hier die klassische allergengetriggerte Seite. Da ist der TH2-Lymphozyt und die dendritische Zelle, die dieses Allergen, diesem Lymphozyten präsentiert im Vordergrund und dann haben wir hier diese Typ-2-Entzündung. Letztendlich führt es durch die Aktivität von IL-4, IL-13 zu einer erhöhten IgE-Produktion, durch die Aktivität von allen dreien zu einer erhöhten eosinophilen Entzündung, also Entzündung mit eosinophilen Zellen in den Lungengeweben und das ist letztendlich die Typ-2-Entzündung. Wir können das im ganz normalen ärztlichen Setting auch messen. Da müssen wir uns allerdings irgendwelcher Surrogatmarker bedienen, weil wir natürlich nicht immer Lungengewebe gewinnen können, sondern müssen gucken, dass wir Informationen über die Typ-2-Entzündung auf einfachem Wege finden. Das gelingt aber, wenn man zum Beispiel die sogenannte Phenoproduktion, das ist das forcierte expiratorische NO, also NO ist ein Gas, Stickstoffmonoxid, das wird gebildet durch die sogenannte NO-Synthetase und diese Synthetase, das ist ein Enzym, wird angetriggert durch diese Typ-2-Zytokine IL-13 und IL-4. Das heißt, wenn wir erhöhte Phenowerte haben in der Atemluft, das kann der Arzt einfach messen in der Praxis, kann man sagen, hier ist eine allergische Atemwegsentzündung vorhanden. Genauso hier die Eosinophilen, die wir im peripheren Blut messen können, sind ein guter Marker dafür, dass IL-5-Aktivität erhöht ist, weil damit werden die Eosinophilen im Knochenmark erstmal zur Reifung gebracht, dann werden sie aktiviert, dann gehen sie in die Blutbahn über und dann letztendlich durch Aktivität der anderen beiden Zytokine IL-4 und IL-13 gelangen sie dann ins Lungengewebe. Das heißt, die Messung der peripheren Eosinophilen erlaubt uns auch hier eine Aussage zu geben über das Maß der IL-5 getriggerten Typ-2-Entzündung. Und dann schließlich natürlich die IgE-Produktion, hier vor allem die spezifische IgE-Produktion gegen Birkenpollen, gegen Gräserpollen, gegen Hausstaubmilbenallergene etc. etc. Als ein direktes Maß für die Aktivität von IL-4 und IL-13. Heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir diese Typ-2-Entzündung tatsächlich direkt angreifen können mit unseren modernen Biologika. Wir haben eine ganze Palette zur Verfügung und das mittlerweile auch tatsächlich für Kinder und Jugendliche. Wir haben das lange bekannte und sehr bewährte Omalizumab, ein Anti-IgE-Antikörper, der also das freie IgE im Serum blockiert. Das Mepolizumab auch schon lange im Rennen, ein monoklonaler Antikörper gegen Interleukin 5. Womit Interleukin 5 sozusagen nicht mehr aktiviert werden kann. Dann haben wir etwas moderner das Dupilumab. Das ist ein Antikörper, der gegen einen Rezeptor für IL-4 funktioniert. Damit blockiert er die Aktivität von gleich zwei Zytokinen IL-4 und IL-13. Ist also ein dualer Angriff auf zwei Schlüsselenzyme sozusagen der Inflammationskaskade. Und ganz neu im Rennen das sogenannte TCP-Lumab. Das ist ein Antikörper, der blockiert dieses sogenannte TSLP, was ich vorhin gesagt habe. Damit also ein Alarmin noch ein bisschen früher in der Kaskade, sozusagen direkt unterhalb des Endothels. Und dann haben wir hier noch einen Antikörper, der bei Kindern aber noch nicht zugelassen ist und bei Jugendlichen auch nicht. Das ist wiederum gegen IL-5 gerichtet, in diesem Fall gegen den Antikörper, gegen den Rezeptor, Entschuldigung. Hier zeige ich Ihnen kurz der Zulassungsstand. Bei Asthma haben wir im Kindesalter bereits diese drei Medikamente zugelassen für die 6- bis 12-Jährigen, für atopische Dermatitis Dupilumab, mittlerweile auch schon für ganz kleine Kinder zugelassen. Bei Jugendlichen erweitert sich das Spektrum mittlerweile auch um das TCP-Lumab, ab 12 Jahren zugelassen. Dann gibt es noch etwas seltenere
Indikationen. Hier das Church-Strauss-typische Asthma, eher eine Erwachsenenentität natürlich mit Mepolizumab zu behandeln. Für die chronisch spontane Urtikaria ist das Omalizumab zugelassen und für die eosinophile Ösophagitis kann man das Dupilumab einsetzen. Das sind also alles Monoklonale für die Allergie und Asthma. Wenn wir uns angucken, was die Leitlinien empfehlen, hier die nationale Versorgungsleitlinie für Asthma, dann ist ganz klar die Aussage, es darf eigentlich nicht mehr mit systemischen Steroiden, mit oralen Steroiden eine Dauertherapie durchgeführt werden. Es muss unbedingt versucht werden, bevor man überhaupt nachdenkt über Langzeit-Steroidbehandlungen, also orale Kortikosteroide soll das hier heißen. Bevor man über diese Behandlungsform nachdenkt, müssen Biologika eingesetzt werden. Und eine OCS-Behandlung darf eigentlich nie als eine Langzeittherapie eingesetzt werden, weil sie ebenso mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist. Und das ist eine ganz klare Aussage. Es gibt eine neue Leitlinie, das ist die sogenannte S2K-Leitlinie für die Fachärztinnen und Fachärzte. Die haben wir noch relativ frisch rausgebracht, erst im letzten Jahr sozusagen. Marek Lomacz ist da der federführende Autor. Sie sehen hier eine große Menge an Personen beteiligt. Da haben wir dann auch nochmal den Einsatz hier Biologika ein bisschen spezifiziert, auch hier nochmal das Zulassungsprofil dargestellt und haben gesagt, wo sind denn eigentlich die Biologika am besten einzusetzen? Das kann man in der Leitlinie natürlich gut nachlesen. Das eher allergische Asthma, das eosinophile Asthma und hier eben bei Dupilumab vor allem das Problem der Komorbidität mit hier ist Dupilumab, das ist Komorbidität mit eben zum Beispiel atopischer Dermatitis, weil es eben auch da eine Zulassungsform gibt. Ich möchte Ihnen heute noch, weil es eben auch so spannend ist für die Pädiatrie, eine Studie vorstellen, die, denke ich, so ein bisschen die Tür aufmacht, um ein wenig träumen zu dürfen davon, dass wir in eine ganz neue Phase der Behandlung hineinkommen können. Das ist jetzt hier eine Studie, die mit dem Dupilumab durchgeführt würde, eine Kinderstudie, das heißt eine Phase-3-Studie, eine Zulassungsstudie, Dupilumab versus Placebo, wurden hier über ein Jahr eingesetzt. Und das Schöne an dieser Studie ist, es gab noch eine sogenannte Follow-up-Studie. Ein weiteres Jahr wurden alle Patienten, die vorher entweder Placebo oder Dupilumab bekamen, dann noch weiter behandelt und zwar diesmal alle mit Dupilumab. Das heißt, wir haben zweites Studienjahr, wo dann alle Patienten mit Dupilumab behandelt wurden. Primärer Endpunkt waren die Exazerbationen, die die Patienten erlebten. Hier sehen Sie den primären Endpunkt des ersten Jahres. Das war ja die placebo-kontrollierte Studie. Auf der rechten Seite die sogenannte Intention-to-Treat-Bewertung. Das heißt, alle Patienten, die reingegangen sind, egal ob sie es am Ende durchgeführt haben oder richtig, wie das Protokoll vorgesehen, behandelt wurden oder nicht, alle, die erstmal eingeschlossen und gestartet wurden, sind hier ausgewertet. Und das ist die sauberste Form der Auswertung. Und hier sehen Sie 54% Reduktion der Exazerbationsrate bei diesen Kindern mit mittelschwerem bis schwerem Asthma, wenn man sie statt mit Placebo mit Dupilumab behandelt. Hier sind die verschiedenen Aufschlüsselungen in verschiedene Subgruppen der Patientinnen zu sehen, ob sie ein starkes Typ-2-Entzündungsmuster haben, besonders viele eosinophile haben oder ein sehr hohes Pheno aufweisen. Letztendlich sehen Sie, dass dieses Dupilumab hier gleichermaßen in all diesen Subgruppen immer gut funktioniert hat. Das heißt also, eine deutliche Reduktion der Exazerbationsrate erreicht wurde. Und hier zeige ich Ihnen jetzt die Daten aus der Nachfolgestudie, also das eine Jahr Nachverfolgung mit der sogenannten Excursion-Studie. Hier sehen wir die Ergebnisse von dem ersten Jahr Voyage, in diesem Fall den Einsatz von systemischen Kortikosteroiden konnte halbiert werden im Vergleich zu der Placebo-Gruppe unter Einsatz von Dupilumab. Und ich glaube, das ist für die Patientinnen und Patienten eine ganz wichtige Botschaft. Wir können Kortikosteroide erheblich einsparen, wenn wir Biologika einsetzen. Und dann sehen wir hier in dem Follow-up ein Jahr alle Patienten behandelt mit Dupilumab, auch in der Gruppe, die vorher nur Placebo bekommen haben, kommen wir dann auf einen deutlich reduzierten Wert der systemischen Steroide, auch nochmal deutlich geringer als im ersten Jahr. Das heißt, die kontinuierliche Gabe von Biologikum führt hier zu einem deutlichen Einsparen von Kortikosteroiden. Und das ist das eigentlich, was mich so
glücklich macht und was mir Hoffnung gibt, dass wir wirklich an einem Wendepunkt sind, wie man Allergien und Asthma behandelt. Das ist hier die Betrachtung der Lungenfunktion in dieser Studie. Da sehen Sie auf der linken Seite wieder das erste Jahr Placebo versus Dupilumab und Sie sehen hier einen sehr raschen und bleibenden Erfolg auf die Lungenfunktion. Hier ist die 1-Sekunden-Kapazität gemessen als klassischer Wert für eine obstruktive Lungenfunktionsstörung. Und das ist ganz, ganz wesentlich, denn dieser frühe Verlust an Lungenfunktion, den wir beobachten bei Kindern und Jugendlichen mit schwerem Asthma, das ist ein Prädiktor dafür, dass diese Kinder später, wenn sie Erwachsene sind, auch eine reduzierte Lungenfunktion haben und mit einem hohen, hohen Prozentsatz auch eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung behalten werden oder eine COPD entwickeln. Und wenn Sie dann hier gucken, in dem zweiten Jahr, wo dann diese Placebo-Gruppe behandelt wird mit Dupilumab, dann sehen Sie auch hier den gleichen Effekt, einen schönen, schnellen Anstieg der Lungenfunktion, der über das ganze Jahr der Beobachtung angehalten hat. Was man hier noch sieht und was man so ein bisschen dann philosophisch betrachten kann, ist, hier ist ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen zu sehen. Und das könnte darauf hinweisen, mit dem Biologikum nicht zu lange zu warten, um eben genau das zu verhindern, diesen frühen Verlust an Lungenfunktion rechtzeitig aufzuhalten und dann eben zu ermöglichen, dass die Lunge sich normal entwickelt, die allergische Typ-2-Entzündung eben nicht rasant voranschreitet und dann eben zu einem bleibenden Verlust an Lungenfunktion führt. Also, ich darf hier zusammenfassen. Es gibt bei Kindern mit schwerem Asthma natürlich immer schweres und schwieriges Asthma. Und schwieriges Asthma heißt, gucken Sie sich die Kinder gut an. Gucken Sie, ob es wirklich Asthma ist, haben die Bronchiektasen, haben die zystische Fibrose, haben die ganz andere Erkrankung, Immundefekt. Inhaliere die richtig? Ist die Therapieadhärenz gut, um dieses Wort zu benutzen? Das heißt, werden die Medikamente, die verschrieben sind, wirklich eingesetzt? Werden sie richtig eingesetzt? Läuft zu Hause noch die Katze rum? Raucht da der Großvater in der Wohnung und so weiter und so fort? Es gibt unzählige Faktoren, die dazu führen, dass bei Kindern und Jugendlichen das Asthma auch noch immer schwierig ist, obwohl alles getan wurde vom Arzt, um das zu beenden. Nutzen Sie die Biomarker, um zu gucken, welche Art von Entzündung bei Ihren Patientinnen und Patienten tatsächlich ausgeprägt sind. Nutzen Sie das bisschen, was wir haben, aber das hilft uns schon erheblich weiter. Pheno, periphere Bluteosinophile und IgE-Marker anzuschauen. Das ist nicht schwer und das sollten Sie als Patientinnen und Patienten auch von Ihrem Arzt erwarten, vor allem wenn Ihr Asthma schwerer oder mittelgradig mindestens ist. Dann nutzen Sie die Biologika. Früh genug, lange genug, damit wir wirklich eine endotypspezifische Behandlung des Asthmas einsetzen können. Das heißt, möglichst spezifisch behandeln. Wir haben jetzt eine tolle Klaviatur, auch für Kinder und Jugendliche mittlerweile. Das TSLP wird gerade auch in einer Zulassungsstudie für Kinder untersucht. Das heißt, wir werden sehr bald auch ab 6 Jahren diese breite Spektrum an Biologika für die Behandlung von Asthma zur Verfügung haben. Ja, und am Ende noch mein kleiner Wunschtraum. Vielleicht ist es möglich, den natürlichen Gang der Erkrankung dann tatsächlich mit diesem frühen Einsatz von spezifischen gegen diese Typ-2-Entzündung gerichteten monoklonalen Antikörpern aufzuhalten oder sogar umzudrehen und damit den Kindern eine ganz andere Perspektive zu geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar. Und dann gehen wir auch gleich schon in die Fragen, die schon zahlreich eingegangen sind. Wann wird es Möglichkeiten zur Überwachung der eosinophilen Ösophagitis geben, die nicht eine ÖGPD erfordern? Das ist eine gute Frage und ich kann es Ihnen eigentlich nicht beantworten, weil die eosinophile Ösophagitis tatsächlich einfach in der Diagnose darauf beruht, dass man eben im mikroskopischen Feld die Eosinophilen auszählt, also die Biopsie durchführt und eine entsprechende Ösophagoskopie durchführt. Das ist auch der goldene Standard noch. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Es gibt noch keinen anderen Biomarker als die Biopsie. Dazu kommt gleich die nächste Frage, Eosinophile im Blutmarker. Inwieweit ist diese aussagekräftig in Bezug auf eine EOE? Ja, nur bedingt. Das ist leider so. Also ein hoher Wert an Eosinophilen im peripheren Blut beweist natürlich keine EOE. Wenn Sie entsprechende klinische Merkmale haben, also Globusgefühl, schwere Schluckprobleme etc. und dann hohe Eosinophile haben, dann können Sie zumindest ja, davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist. Aber trotzdem brauchen Sie dann noch die Biopsie. Auch dazu EOE nochmal eine Frage. Gibt es inzwischen Fortschritte bei der Allergiediagnostik bezüglich der Auslöser der EOE?
Ja, ich denke schon, dass wir da ein klares Bild haben. Es gibt ja auch nochmal eine neue Leitlinie. Das ist heute jetzt nicht hier das zentrale Thema gewesen. Das finde ich ja interessant, dass hier so viele Fragen sind. Müssen wir nochmal aufgreifen in einem anderen Vortrag, denke ich. Also da gibt es eine sehr gute Leitlinie mittlerweile, die auch natürlich die abgestufte Allergiediagnostik beinhaltet und dann entsprechend auch die ethische Restriktionen als einen Arm sozusagen in der Behandlung der EoE vorsieht. Dann nochmal kurz zur EO, also aber jetzt einer eosinophilen Enteropathie beim Kleinkind. Wie finde Ja. ich heraus, auf was ein Kind reagiert und welche Medikamente gibt es? Naja, die Enteropathie ist häufig über, jetzt beim Kleinkind, häufig über Kuhmilch getriggert. Das heißt, was machen wir? Da gehen wir tatsächlich sehr klinisch vor. Wenn wir Blut im Stuhl sehen und das Kind ist eben wenig gut gedeiht, zum Beispiel, viel schreit, einfach Probleme bei der Ernährung vorliegen und wir diesen Verdacht haben, dann eliminieren wir einfach Kuhmilchformular, geben Aminosäurepräparate und wenn wir dann eine klinische Besserung sehen, ist das mehr oder weniger die Diagnosestellung. Hier braucht man jetzt keine endoskopischen Untersuchungen durchzuführen. Hier würde man dann über einen längeren Zeitraum eliminieren und dann vorsichtig nach Monaten oder nach mehreren Monaten dann vielleicht eine Wiedereinführung von Formular oder Kuhmilch versuchen. So, dann gehen wir mal zu den Biologika über. Hier ist ein Beitrag. Vielen Dank für die spannende Information, lieber Herr Hammelmann. Mit welchen Nebenwirkungen ist beim Einsatz von Biologika zu rechnen? Inwiefern sind diese geringer als bei Kortikoiden? Also erstmal die beruhigende Nachricht, das Sicherheitsprofil der Biologika ist sehr gut und das Sicherheitsprofil von systemischen Steroiden ist sehr schlecht. Also das muss man ganz klar sagen. Die Behandlung von Asthma mit einer Langzeittherapie mit systemischen Steroiden ist mittlerweile wirklich obsolet. Wir haben beim Dupilumab, beim Einsatz von atopischer Dermatitis manchmal Augenirritation, Konjunktivitis als eine typische Nebenwirkung. Das ist im Grunde die wesentlich nennenswerte Nebenwirkung dieses Präparates. Beim Omalizumab, was wir ja nun über, müsste ich jetzt mal nachdenken, 17 Jahre oder so schon sozusagen in der klinischen Anwendung haben, gibt es eigentlich kein wirkliches Safety-Problem. Wenn Sie in den Amazonas reisen möchten und dort wahrscheinlich auch mit parasitären Infektionen rechnen müssen, dann sollten Sie nicht unbedingt mit Omalizumab behandelt werden, weil dafür brauchen Sie auch Ihr Immunglobulin E für die Infektabwehr. Das ist da aber eigentlich ein Sonderfall. Und ansonsten ist das Safety-Profil auch von Mepolizumab und von Tezepelumab sehr, sehr, sehr gut. Dann kann auch bei Erwachsenen mit Asthma, mit Biologika etwas verbessert werden. Natürlich, also gerade ich habe jetzt natürlich ein bisschen hier, ich bin pädiatrischer Pneumologe, ich habe ein bisschen über die Kinder bevorzugt geredet, aber bei den Erwachsenen haben sie natürlich überhaupt nicht diese Zulassungsrestriktion wie bei Kindern und Jugendlichen, also bei Kindern vor allem. Da haben sie also sowieso alle 5 Medikamente zur Verfügung, da können sie auch mit Benralizumab arbeiten und bei den Erwachsenen gibt es ja auch ausgeprägt dieses schwere eosinophile Asthma, was wir im Kindesalter nicht so betrachten. Da sind also der Einsatz von Benralizumab und Mepolizumab noch deutlich prominenter, zu wählen. Und da können Sie wirklich ganz viel erreichen bei den Patientinnen und Patienten mit schwerem Asthma. Dann zu dem Themenkomplex noch. Gibt es Gründe, das ist wahrscheinlich ein Kollege von Ihnen oder eine Kollegin, gibt es Gründe, ein wirksames Biologikum gegen ein, in Anführungszeichen, neues, das theoretisch der Symptomatik adäquater sein kann, auszutauschen? Ich glaube schon, dass es da gute Gründe gibt. Wir müssen gucken, ob Ihr Patient, Ihre Patientin anspricht auf das Biologikum. Ich halte es so, dass ich mindestens 3 Monate erstmal, also ich mache dieses Profiling mit den Biomarkern und entscheide mich dann für ein Biologikum und halte an diesem Biologikum dann erstmal für 3 bis, Klammer auf, 6 Monate fest. Wenn ich sehe, dass das Ansprechen unter meinen Erwartungen oder unter den Erwartungen der Patienten liegt, dann mache ich auch einen Switch zu einem anderen Biologikum, was ähnlich vom Wirkungs- oder Endotypenmechanismus wirken müsste. Okay, kurz eine Anmerkung zu mir, weil eine Frage kam, dass der Vortrag sehr fachlich auch sei. Ja, wir haben, das ist ein Patientenwebinar, aber wir haben immer auch eine ganze Reihe, Sie merken es an den Fragen von Ärztinnen und Ärzten, die eben auch hier informiert, sich informieren wollen, was neuester Stand da ist. Und wir haben eben, wie zum Beispiel Professor Hamelmann, hervorragende Referenten, die genau diesen neuesten Stand referieren. Deswegen ist es so ein bisschen gemischt.
Ja, wir haben Kann darüber gesprochen, Herr eine José. Es ist ein kleiner Spagat gewesen. Ich habe versucht, möglichst wenig Studiendaten zu zeigen. Ich wollte Ihnen nur zumindest diese eine spannende Studie mit dieser Aussicht auf Verbesserung der Lungenfunktion, das muss man auch mal sozusagen einmal plastisch sehen. Sonst habe ich Sie verschont mit zu viel Daten, hoffentlich. Ganz klar, wie gesagt, es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Spagat, aber wichtig sind ja die generalisierenden Aussagen, mit denen wir natürlich auch die ganzen Patienten vieles anfangen können. Und was wir wissen, ist, dass viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer eigentlich gut vorinformiert sind. Das kann man natürlich auch schon mal sagen. Ja, Nächste das stimmt. Frage: Wie kann eine allergisch bedingte Atemnot respektive beginnende Anaphylaxie therapiert werden, die kein Asthma ist? Oh, das heißt jetzt in diesem Fall meinetwegen eine Erdnussallergie mit dann einer anaphylaktischen Reaktion höheren Grades Atemnot. Da gibt es genau ein einziges Medikament, was Sie dann einsetzen müssen. Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Ja, Autoinjektor einsetzen und nicht zu lange warten. Also wenn Sie eine bekannte Allergie haben und dann eine systemische Reaktion mit Atemnot entwickeln, dann muss auch der Adrenalin-Autoinjektor eingesetzt werden. Dann angesichts der Zeit, die zwei letzten Fragen, die wir hier behandeln können, gibt es die Möglichkeit, auch bei Neurodermitis die Biomarker zu messen? Ja, selbstverständlich. Also diese Biomarker, die ich genannt habe, sind ja nicht asthmaspezifisch, sondern die sind Typ 2 entzündungsspezifisch. Die Neurodermitis hat, wie gesagt, eine große Verwandtschaft auch hier und hat eben auch Anteile von Typ 2 Entzündung. Wir benutzen ja auch bei kleinen Kindern jetzt bereits das Dupilumab. Ich habe da nur sehr, sehr wenige Patientinnen, die unter 3 sind, wo man bereits über Dupilumab nachdenken muss. Aber wir setzen das auch ein und messen auch vorher die Biomarker. Letzte Frage. Es geht keine verloren. Ich nehme die Ja. dann in die anderen Sessions rein. Wieder interessant, wahrscheinlich aus dem Kollegenkreis. Wie stehen Sie zum Off-Label-Use von Biologika, Klammer auf, NMA, exazerbiertes MCAS? Ja, es gibt jetzt, das habe ich jetzt nicht drin gehabt, weil wir haben natürlich auch eine begrenzte Zeit. Es gibt ja eine ganz, ganz neue Studie, die ist gerade auf American Academy sozusagen steil gegangen, vor 10 Tagen präsentiert worden, das erste Mal. Das ist die Studie mit Omalizumab bei multiplen Nahrungsmittelallergien. Das ist nochmal eine neue Indikation und das ist jetzt von der FDA sogar approved worden. Das heißt, wir werden das auch, schätze ich mal, innerhalb des nächsten Jahres in Deutschland bekommen, dass wir dann auch kleinere Kinder mit einer multiplen Nahrungsmittelallergie oder auch Erwachsene dann mit einem Anti-IgE behandeln. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Das war die erste Phase. Es wird jetzt nochmal überprüft, ob Omalizumab in Verbindung mit einer oralen Immuntherapie dann auch die Nebenwirkung deutlich verbessert. Davon ist auszugehen. Das heißt, das wird sich bei der Nahrungsmittelallergie jetzt sicherlich durchsetzen. Gut, ich lasse noch eine ganz kurz zu mit der Bitte um ganz kurze Antwort, weil Ja. das Thema, das sind sehr interessiert, auch Thema Schwangerschaft. Wie sieht es aus mit Schwangerschaften und Dupilumab oder generell Biologika? Also bei den Biologika sagen wir, wer unter Biologika behandelt ist und schwanger wird, muss nicht absetzen, aber in der Schwangerschaft neu ansetzen würden wir nicht. Okay, dann, lieber Professor Hamelmann, herzlichen Dank für Ja. diese Informationen und dann darf ich Sie verabschieden. Danke sehr Danke und sehr darf auch. Schönen Bis Tag noch. dann Ciao, ciao. und darf Frau Dr. Stefanie Dramburg begrüßen. Frau Dr. Dramburg ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin an der Charité Universitätsklinik in Berlin, in der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie. Und liebe Frau Dr. Dramburg, Sie werden jetzt sprechen zu Allergie, exakte Diagnose für effektive Therapie. Und dazu bitte noch Ihr Mikrofon aktivieren. Super. Dann Guten übergebe ich an Sie, Morgen. bitte. Vielen Dank für die Vorstellung und einen guten Morgen an 155 ZuhörerInnen. Ich bin ganz begeistert. Ich hoffe, das geht jetzt hier weiter. Und keine Sorge, mein Vortrag ist sehr viel einfacher. Ich hoffe, dass ich einfacher gestrickt, ich hoffe, einfach zu verstehen. Ich hoffe, dass sich darum keiner langweilt, der vielleicht schon mit gutem Vorwissen kommt. Es ist manchmal wirklich schwierig, den Spagat zu schaffen. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Und wir beschäftigen uns heute mit diagnostischen Methoden für verschiedenste Allergiearten und Typen. Und die Frage, die mir gestellt wurde, wann wird es denn eigentlich kompliziert? Und dann habe ich einfach so gedacht, wie ist das denn bei unseren Patienten? Wann wird die Diagnose kompliziert? Vor allem dann,
wenn wir viele positive Testergebnisse haben und wir gar nicht mehr herausfinden können, was passt denn jetzt eigentlich zu dem Symptom oder was ist vielleicht ein Testergebnis, das gar nicht so relevant ist. Dazu gibt es später noch mehr. Dann kann es natürlich sein, dass wir eine Krankengeschichte haben, eine Anamnese. Jeder Arzt basiert seine Arbeit, sogar der Pathologe, auf einer guten Anamnese bzw. einem Bericht, den er oder sie bekommt zum Patienten. Und was machen wir, wenn jetzt auf einmal die Tests, die wir dann durchführen, nicht zur Krankengeschichte passen? Das ist eben auch eine Situation, in der es mal schwierig werden kann und eher seltener der Fall. Aber manchmal kommt es eben auch vor, vor allem wenn man gezielt die Tests auswählt. Was ist, wenn wir gar kein passendes, positives Testergebnis finden? Na, jetzt komme ich hier nicht weiter. Moment, Sekunde. Ach ja, das ist ein Farbding hier. Okay, dann kommen wir zu den serologischen Markern. Serologisch heißt, wir können sie im Blut messen. Wir machen eine Blutentnahme oder wir können sie am Patienten direkt messen. Da komme ich gleich noch mehr dazu. Welche Testmöglichkeiten haben wir da? Wenn wir Antikörper und deren Funktionen messen wollen, wir haben den klassischen Skin-Prick-Test. Den sehen Sie hier in der Zeichnung erklärt. Wir pricken, das heißt, wir pieken ein ganz wenig in die Haut und bringen das Allergen in die obersten Hautschichten ein und sehen dann, ob sich eine juckende Schwellung, eine sogenannte Quaddel, bildet. Und wenn die in der Regel über 3 mm Durchmesser hat, dann werten wir das als positives Testergebnis. Manchmal darf man auch 5 mm als Cut-off nehmen. Das ist von Arzt zu Arzt ein bisschen unterschiedlich und hat auch damit zu tun, wir bringen auch immer eine Positivkontrolle auf, das Histamin, das bei jedem Menschen, auch wenn er keine Allergien hat, solche Quaddel auslösen sollte, und eine Negativkontrolle, nämlich eine ganz einfache Kochsalzlösung. Und je nachdem, wie die Ergebnisse da aussehen, lesen wir entsprechend auch die anderen Ergebnisse ab. Es gibt dann auch noch einen intrakutanen Test, da bringen wir das Allergen mit einer Spritze in die etwas tiefer liegenden Hautschichten ein und sehen, ob eine Reaktion entsteht. Es gibt einen Patch-Test, wobei man den eher nicht für die Typ-1-Allergie, also die sofortige Reaktion, benutzt, um die nachzuweisen, sondern eher für die etwas verzögerten, also für die Kontaktallergien zum Beispiel. Da klebt man das Allergen in so einer kleinen Kammer auf die Haut und belässt es länger auf der Haut und guckt, ob dann eine Reaktion wie eben eine Schwellung, Rötung, Juckreiz oder ein Ekzem entsteht. Und dann haben wir noch ganz wertvolle Tests, nämlich die Provokationstestungen. Wenn wir dann, meistens führen wir zuerst so einen Skin-Prick-Test durch oder nehmen Blut ab und testen IgE-Antikörper im Blut. Aber wenn wir uns dann nicht ganz sicher sind, ist es wirklich das, löst es wirklich die Symptome aus? Also zum Beispiel, bevor wir eine Immuntherapie beginnen wollen, möchten wir ja auch ganz sicher sein, dass wir den richtigen Verursacher identifiziert haben und damit eben auch therapieren. Dann provozieren wir nochmal. Das heißt, wir bringen das ausgewählte Allergen auf die Nasenschleimhaut auf oder im Auge. Oder man kann auch bronchial durch Inhalation provozieren. Danach misst man die Funktion des jeweiligen Organs. Bei der Nase zum Beispiel, wie viel Luft kann da noch maximal durchfließen? Ebenso bei der Lunge. Dann macht man eine Lungenfunktion. Und bei den Augen, da können wir ja nicht so gut die Funktion messen. Da gucken wir, wie sehr Tränen und Jucken die Augen und wie stark ist die Rötung ausgeprägt. Das sind die In-vivo-Tests. In-vivo heißt einfach am Menschen direkt getestet. Die Vorteile dieser Tests sind, dass sie direkt ein bisschen die klinische Relevanz, also hat das IgE hier auch eine Funktion, gleich mit abbilden. Während wenn wir in vitro das Glas, hier das Reagenzglas messen, also im Labor messen, anhand von Bluttests, dann sehen wir zwar die Antikörperprofile, wir wissen aber nicht, ob diese Antikörper auch zu einer Reaktion bei unserem Patienten oder unserer Patientin führen. Da sage ich später auch noch was dazu. Und wenn wir jetzt IgE-Antikörper messen, das IgE ist sozusagen der allergievermittelnde Antikörper, dann können wir das extraktbasiert machen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel, oder die Hersteller
sammeln in der Tat Birkenpollen zum Beispiel ein und der wird dann ein wenig gereinigt und aufbereitet, aber am Ende enthält der Extrakt die Lösung, die aufgebracht wird oder im Labor zur Messung benutzt wird, enthält wirklich diesen ganzen Extrakt, das heißt alle Proteine, alle Zuckerseitenketten, alles, was in diesem Birkenpollen mit drin ist. Oder wenn wir genauer hingucken möchten und die Proteine, die in diesem Pollen enthalten sind, differenzieren wollen, dann können wir molekulare Tests benutzen. Hier sind die einzelnen Proteine entweder sehr hochgradig aufgereinigt oder rekombinant hergestellt. Rekombinant bedeutet, dass sie in Bakterien, meistens in E. coli-Bakterien, im Labor hergestellt wurden. Und diese Proteine, das wird später auch nochmal ganz wichtig, haben nicht die Zuckerseitenketten, also diese ganzen natürlichen Anhängsel, die sie im wahren Leben haben. Na, jetzt will er hier wieder nicht mehr da. Genau. Ganz wichtig ist, wenn man den Labortest wählt, also das In-vitro-Verfahren, dass man vieles sehen kann, was vielleicht klinisch gar keine Relevanz hat. Also es könnte sein, wenn ich mir jetzt Blut abnehme und das messe, dass ich vielleicht IgE-Antikörper auf mehrere Allergene habe, ich habe aber gar keine Symptome. Das heißt, bei diesem Labortest ist es immens wichtig, dass wir auch eine gute Anamnese haben, eine gute Geschichte und das übereinander bringen. Denn sonst besteht das Risiko, dass wir zum Beispiel bei den Kindern auf Nahrungsmittel verzichten und unnötigerweise verzichten. Es besteht sogar das Risiko, dass man durch eine unnötige Vermeidung später schwere Reaktionen sozusagen wahrscheinlicher macht. Und das möchten wir natürlich vermeiden. Wir möchten auch Mangelernährung vermeiden. Das heißt, bevor man eine Eliminationsdiät, also etwas weglässt in der Ernährung, das durchführt, sollte man sich ganz sicher sein, dass auch wirklich der Test, den man gemacht hat und die Quelle, die man in diesem Antikörpertest identifiziert, wirklich auch die Symptome verursacht. So, dann wollte ich einmal ein bisschen was zu den Antikörpern erzählen. Welche Antikörper gibt es? Wir haben 5 große Klassen an Antikörpern. Da gibt es einmal das IgA, das schützt vor allem unsere Schleimhäute, überall da, wo die, sage ich jetzt mal, Angreifer, also Viren, Bakterien, aber eben auch Allergene, den Körper treffen, in der Nase, in der Mundschleimhaut, über das ganze Verdauungssystem. Und die werden dort primär freigesetzt und schützen, weil sie auch zum Beispiel um die Brustwarzen herum freigesetzt werden, Neugeborene, wenn diese gestillt werden. Dann gibt es IgD. Über IgD weiß man gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist wahrscheinlich nicht sehr spezifisch für, also erkennt sozusagen die Feinde eher allgemein und ist meistens an die B-Zellen gebunden und im Blut gar nicht so wahnsinnig gut messbar. Dann haben wir das IgE und ich finde ganz spannend, das muss man auch immer mal im Hinterkopf behalten, die ursprüngliche Funktion des IgE-Antikörpers ist, den Körper vor Parasiten zu schützen, also vor Würmern zum Beispiel. Deswegen auch die Kontraktion, das Zusammenziehen der glatten Muskulatur, um zum Beispiel einen Wurm auszustoßen und loszuwerden. Es ist aber auch so, dass der IgE-Antikörper die allergische Reaktion, vor allem die Soforttypreaktion vermittelt. Dann gibt es die IgG-Antikörper, die sind sozusagen die eher späte Abwehr. Ja? Die werden auch über die Plazenta an den Fötus weitergegeben und bilden den ersten Immunschutz bei Neugeborenen. Da gibt es verschiedene Subklassen in verschiedenen Konzentrationen. Ich denke, da müssen wir nicht ganz so tief eintauchen heute. Und das benutzen wir als Marker, wenn wir zum Beispiel messen wollen bei Infektionen, hat denn so eine Infektion schon mal stattgefunden oder wenn wir einen Impfschutz nachweisen wollen. Also das ist eher so die langfristige Abwehr. Während der IgM-Antikörper auch eher für Infektionen zuständig, ein früher Marker ist. Das heißt, hiermit können wir nachweisen, ob ein Patient, eine Patientin aktuell infiziert ist mit einem Erreger. Genau, und dann sieht man hier rechts noch manche Klassen, die schwimmen alleine im Blut, andere bilden die Meere. Das heißt, da verketten sich immer 2 und dann das IgM, da verketten sich sogar immer 5. Das heißt, die sehen, wenn sie im Blut schwimmen, auch oder in den Schleimhäuten sitzen, auch ein bisschen unterschiedlich aus.
So, dann wollte ich ein bisschen mehr zum IgE-Antikörper erzählen und wie funktioniert das überhaupt? Warum müssen wir die messen? Also ich möchte gern oben an diesem Kreislauf einmal anfangen. Da sehen wir in Gelb das Allergen gezeichnet und wir gehen einmal im Uhrzeigersinn rum. Wenn der Körper einen auf ein Allergen trifft, dann wird das aufgenommen, so wie jeder Fremdkörper sozusagen von einer Antigen präsentierenden Zelle. Ein Antigen ist ein Fremdorganismus und wird dann den T-Helferzellen präsentiert. Die wiederum, das hatte man bei Herrn Hamelmann gesehen, das sind extrem komplexe Kaskaden. Aber ich denke, das brauchen wir jetzt hier nicht. Die wiederum aktivieren dann eine andere Zellart, die B-Zelle. Und die produziert diese IgE-Antikörper. Und diese IgE-Antikörper sind spezifisch für dieses Allergen. Die erkennen dieses Allergen. Und diese binden sich, wenn sie im Blut schwimmen, auf die Mastzellen und sitzen da oben auf den Rezeptoren drauf. Wenn dann das Allergen wiederkehrt, das heißt beim zweiten oder wiederholten Allergenkontakt und zwei dieser Antikörper miteinander vernetzt, das ist sozusagen der Auslöser, der die Bombe zum Platzen bringt. Dann degranuliert diese Mastzelle, das heißt, sie setzt die kleinen Körnchen mit Histamin im Inneren frei und da startet eine ganze Kaskade, die dann die allergische Soforttypreaktion vermittelt. So, jetzt gucken wir mal, warum wir eigentlich IgG, denn manche von Ihnen haben vielleicht auch schon mal gehört, dass IgG eine Rolle spielen könnte bei der Allergie und das IgG spielt vor allem eine blockierende Rolle. Das heißt, das können wir messen in erhöhten Konzentrationen, nachdem wir zum Beispiel eine Immuntherapie durchgeführt haben. Und warum blockiert das IgG das IgE? Da möchte ich einmal ein bisschen Zeit nehmen, diese Zeichnung zu verstehen. Die Abkürzungen da unten, das brauchen Sie nicht verstehen. Aber was wir sehen im linken Bildrand sind zwei blaue IgE-Antikörper. Und wenn jetzt ein Allergen, das haben wir hier so nett mit einer Erdnuss gemalt, kommt, das hatten wir gerade, ne, und die miteinander verknüpft, dann platzt diese Bombe und die Mastzelle degranuliert. Wenn jetzt aber orange markiert der IgG-Antikörper neben dem IgE sitzt, dann kann zwar die Erdnuss kommen und kann die verknüpfen, aber dann passiert keine Degranulation. Das heißt, dadurch, dass der IgG-Antikörper auf der Zelle diesen Platz besetzt, kommt es seltener zum Platzen unserer kleinen Mastzellbombe. Oder, das wäre jetzt das mittlere Szenario, oder wenn wir das rechte Szenario nehmen, da sind zwar zwei IgE-Antikörper, aber das IgG bindet das Allergen schon, die Erdnuss da oben, bevor es überhaupt zu den IgE-Antikörpern kommen kann. Das heißt, auch hier schützt das IgG vor der allergischen Reaktion, indem es das Antigen abfängt. Und deswegen ist ganz wichtig, falls Sie das schon mal gehört haben, das gilt, es kursiert, dass IgG auch einen diagnostischen Wert hätte. Vor allem bei Nahrungsmitteln wird das manchmal propagiert und da gibt es diverse Tests, die vor allem auch online und zum Zuhause testen angeboten werden, haben keine medizinische Validierung. Das allergenspezifische IgG können wir zwar messen, hat aber diagnostisch, also zur Feststellung einer Allergie, keinen Wert. Das ist für mich eine wichtige Take-Home-Message, dass Sie das hier mitnehmen. So, dann wollte ich gerne noch ein bisschen was erzählen zur molekularen Allergiediagnostik. Das ist insbesondere spannend, wenn wir diese zwei oberen Szenarien haben. Und das ist ein bisschen, das führen wir ein bisschen Sie durchs Rätsel, ne, dem Auslöser auf der Spur. Denn es gibt zwischen unterschiedlichen botanischen, aber auch biologischen Arten Ähnlichkeiten in den Proteinen, in den Allergenproteinen, die zu Kreuzreaktionen führen. Das heißt, der Körper ist sensibilisiert, er produziert IgE gegen den Birkenpollen zum Beispiel. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel rausgesucht. Gegen den Birkenpollen und möchte eigentlich den Birkenpollen erkennen oder beziehungsweise der Birkenpollen führt zu einer allergischen Reaktion. Das Protein des Birkenpollens hat aber hohe Ähnlichkeit mit Proteinen zum Beispiel in anderen Bäumen, wie zum Beispiel Hasel, Erle, Buche, Kastanie und so weiter.
aber auch, wie sie recht sind, zu verschiedenen Nahrungsmitteln. Viele haben es wahrscheinlich schon gehört, ne, dass Birkenpollenallergiker keine Äpfel essen können oder Möhren oder Probleme mit Sellerie haben. Und das beruht eben auf dieser Kreuzreaktivität. Und da würde ich Sie einmal ganz kurz auf die Erdnuss hier auf diesem leckeren Teller stupsen wollen, weil wir dazu später auch nochmal zurückkommen. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, wenn wir jetzt einen Hauttest machen, wie wir hier oben in der etwas in der blau gefärbten Zeile sehen, dann haben wir vielleicht einen Arm, wie er hier abgebildet ist. Oh, mit sehr vielen positiven Testergebnissen. Und nehmen wir mal an, wir hätten Birke, Erdnuss und Apfel getestet bei dieser Patientin. Dann würden wir im extraktbasierten Test sehen, dass alles reagiert. Das heißt, wir haben die birkenpollenspezifischen Moleküle, die hier mit den kleinen Birkenbildchen abgebildet sind. Wir haben aber auch die unspezifischen Moleküle, die allen drei Allergenen gleich sind, ja, die roten, gelben und blauen Allergene. Und wenn wir jetzt im Blut testen und das Ganze auf allergenen Komponenten, also Molekülen basieren lassen, dann haben wir hier die Möglichkeit, uns das Hauptallergen des Birkenpollens, das Hauptallergen der Erdnuss und das Hauptallergen des Apfels rauszuziehen und können dann eben differenzieren. Ist das eine echte Birkenpollenallergie oder wird hier nur mitreagiert? Beim Birkenpollen kann ich sagen, es ist meistens eine echte Birkenpollenallergie. Mitreagieren tun dann öfter eben die Nahrungsmittel. Aber das können wir eben sehr schön differenzieren über die molekulare Diagnostik. Und ein weiteres Szenario, das es gibt, wenn wir viele positive Testergebnisse haben, so wie der Arm, den wir gerade gesehen haben beim Skin-Prick-Test, dann kann das bei extraktbasierten Testmethoden auf den Zuckerseitenketten beruhen. Denn diese Allergene, die sind eben, haben verschiedene Anhänge, die werden in der Natur modifiziert, verändert und haben dann diese Zuckerketten. Und diese Zuckerketten sind bei sehr, sehr, sehr vielen Allergenen im Extrakt angehängt. Und hier habe ich jetzt auch mal ein Testergebnis mitgebracht. Sie sehen rechts das Testergebnis eines Patienten. Das ist ein einziger Patient. Und immer wenn Sie eine Linie sehen, eine dunkle, ist das ein positives Testergebnis. Das heißt, Sie sehen hier, der reagiert auf Erle, Birke, Hasel, Gräser, Roggen, Beifuß, Ambrosia, Lantane, dann hier auf die Hausstaubmilben, auf die, na, Cockroach, die, das Insekt, das man nicht in der Küche haben muss. Oh, die Schabe, die Küchenschabe. Und hier drüben auch auf mehrere Nahrungsmittel. Sie sehen aber auch hier ganz dunkel am rechten Rand des linken Streifens CCD. CCD sind die cross-reaktiven Carbohydrate Determinants, also die Zuckerseitenketten. Das heißt, bei diesen Patienten hat man dann diese Zuckerketten blockiert. Das kann man im Labor mal machen. Und jetzt muss ich hier wieder weiter. Entschuldigung. Ups. Und wir sehen, auf einmal verschwinden fast alle positiven Testergebnisse, wenn wir diese Zuckerketten blockieren. Und es verbleibt eigentlich nur noch die Hausstaubmilbe. Das ist sehr interessant. Und diese Zuckerseitenketten, die haben wir eben nicht bei den molekularen Tests, wenn diese auf rekombinant hergestellten, also in Bakterien produzierten Allergenen beruhen. Und das ist auch ein Vorteil, wie man sozusagen dem Ergebnis auf die Spur kommen kann, wenn man sehr viele positive Testergebnisse hat. Dann gibt es noch einen Vorteil. Oh, ich muss mich beeilen. Und zwar können wir die IgE gegen die verschiedenen Moleküle, hier sehen Sie mal die Moleküle der Erdnuss aufgezeichnet, die sind auch oft mit einem niedrigeren oder höheren Risiko hier für eine Anaphylaxie oder schwerwiegende Symptome assoziiert, also hängen damit zusammen. Und wir sehen hier, dass wenn wir IgE gegen das AH2 und das AH1 haben, das sind die Hauptmoleküle, Hauptallergene, dann ist das Risiko ziemlich hoch, dass hier bei Verzehr auch eine schwerwiegende Reaktion entstehen kann. Während wenn wir das AH8 nachweisen und nicht kein IgE gegen die Hauptmoleküle, dann ist das ein Molekül, das kreuzreagiert mit dem Birkenpollen. Das heißt, hier ist der eigentliche Auslöser wahrscheinlich eher der Birkenpollen, sodass das Risiko für eine schwerwiegende Reaktion sehr viel niedriger ist. Das ist auch ein Vorteil
der molekularen Diagnostik. Alles hat immer Vor- und Nachteile. Deswegen möchte ich auch einmal ansprechen, was sind denn die Nachteile oder wo muss man vorsichtig sein? Liebe Frau Tramburg, ganz kurz einen Hinweis. Wir haben ja noch Teilnehmerfragen bis 10 Uhr, wenn Sie sich noch vielleicht ein bisschen kürzer fassen könnten. Mache ich. Also nur Sie müssen vorsichtig sein, dass man nicht jetzt riesige Testpaletten macht, für die wir eben dann keine Konsequenz nachweisen können. Man muss auch wissen, dass manche molekulare Tests, vor allem die, die sehr viele Ergebnisse auf einmal liefern, auch teuer sein können. Und dann bin ich eigentlich schon am Ende. Also einmal ganz kurz zusammenfassen. IgE alleine ist kein Beweis für eine Allergie. IgG hat keinen Wert in der Diagnostik. Nicht jeder Patient braucht einen molekularen Test. Zum Beispiel bei der Hausstaubmilbe allein bringt er keinen Vorteil. Dann sind die ganz toll, wenn wir Unstimmigkeiten bei den extraktbasierten Tests haben. Und Vorsicht bei diesen Multiplex-Verfahren mit sehr vielen Testergebnissen, die müssen von erfahrenen Fachärztinnen interpretiert werden. Und jeder Test, den man im Labor misst, hat nur dann Wert, wenn man auch eine Klinik dazu hat. Und jetzt bin ich am Ende. Vielen Dank. So, dann steigen wir auch gleich ein. Eine Kollegin von Ihnen fragt, wie entdecken Sie denn, wie weit die Symptome den IgE-Werten entsprechen? Allein durch die Berichte der Patienten, manchmal ja nicht wirklich relevant. Genau, also da können wir dann auf die Provokationstestungen zurückgreifen, wenn wir unsicher sind. Natürlich nicht, wenn wir 50 verschiedene Ergebnisse haben, aber man kann schon dann immer im Abstand verschiedene Allergene auch in Provokationstestungen testen. Wir sammeln sehr gerne Daten in unserer Arbeitsgruppe mit Apps, bei den Pollenallergikern zum Beispiel, und legen dann die Pollenflugzeiten und die Konzentration in der Luft mit den Symptomen übereinander. Aber da müssen die Patienten natürlich mitmachen. Schwierig ist es, wenn man Symptome lang zurückliegend erinnern muss. Und bei den Nahrungsmittelallergien ist es natürlich der absolute Goldstandard, dann die doppelblind placebo-kontrollierte Nahrungsmittelprovokation im Krankenhaus aber zu machen. Dann zwei Fallbeispiele. Einmal, die zu Teilnehmern schreibt, wir haben große Angst, neue Lebensmittel zu probieren, weil wir schon zwei Reaktionen hatten, die im Krankenhaus endeten. Kann man Lebensmittel irgendwie testen, ohne dass das Kind sie isst? Oder gibt es eine Menge, mit der man startet? Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Also man kann einmal testen und kann gucken, ob IgE-Antikörper vorhanden sind. Wenn es schon schwere Reaktionen gab, dann würde ich empfehlen, das Nahrungsmittel im stationären Setting, also unter Überwachung einzuführen, sodass direkt Hilfe vor Ort ist. Das würde ich dann, wenn das IgE vorhanden ist und schon schwere Reaktionen stattgefunden haben, eher empfehlen. Da muss aber auch ein Facharzt, eine Fachärztin drauf gucken, weil es gibt eben auch da diese Hinweise, das ist eher eine Kreuzreaktion, das muss man gar nicht einführen, weil das kommt, hängt mit der anderen Reaktion zusammen. Also das kann ich jetzt leider so pauschal nicht beantworten. Und aber es gibt diese stufenweise Einführung, erst verbacken, bevor man dann mit unverbackenem einführt, das gibt es auch. Aber ich glaube, das sprengt leider ein klein wenig unseren zeitlichen Rahmen. Zweites Fallbeispiel. Die Dame hat eine Pollinose, wurde mit Cortison behandelt, hat das Gefühl, dass ihre Nase, wie sie schreibt, komplett zerstört ist. Also sie blutet, sie kann schlecht riechen. Nach erneutem Arztbesuch wird ihr jetzt erneut zu Cortison geraten. Das widerstrebt ihr. Gibt es denn Alternativen? Ja, also zunächst muss die Pollinose, also die Pollenallergie, nachgewiesen werden, ne, und getestet werden, worauf sie reagieren. Vielleicht haben Sie ja auch schon eine Idee. In Europa ist es relativ einfach, da die Blütezeiten sich noch gut aufdrängen. Und dann haben Sie natürlich die Möglichkeit einer allergenspezifischen Immuntherapie, die man entweder mit Spritzen unter die Haut in etwas länger gestreckten Abständen nach Aufdosierung machen kann oder auch durch Tropfen oder Schmelztabletten, die man sich täglich unter die Zunge legt, wobei es hier immens wichtig ist, durchzuhalten und es regelmäßig zu machen. Hier kommt es oft zu einer schnellen Besserung und dann ist die Herausforderung, am Ball zu bleiben, auch wenn man keine Symptome mehr hat, weil man sonst das Risiko hat, dass man rückfällig wird sozusagen. Dann kurze Frage, können starke allergische Reaktionen Pollen auch zu Synkopen führen? Ja, also eine Kreislaufdysregulation kann auch bei einer allergischen Reaktion durchaus vorkommen. Die sind sehr individuell, wobei bei der reinen Pollenexposition das eher selten ist. Also das sieht man eher dann bei den Nahrungsmitteln, aber
theoretisch, sagt niemals nie, kann das passieren. Ja, kommt eine Zusatzfrage. Sehr geehrte Frau Dr. Dramburg, arbeiten Sie bei der Behandlung der Allergie noch mit klassischen Desensibilisierungen oder setzen Sie sofort Biologika ein? Also ich mache in meinem klinischen Alltag wenige Immuntherapien, muss ich da einmal transparent machen. Aber ich weiß, dass man nicht direkt zum Biologikum greifen würde, wobei das auch eben nach Schweregrad, also die Immuntherapie zum Beispiel, machen wir nicht, wenn ein unkontrolliertes Asthma vorliegt. Dann wäre das zu gefährlich. Das kommt ein bisschen aufs Szenario drauf an. Da kann es dann schon mal sein, dass man erstmal das Asthma unter Kontrolle bringt und dann die Immuntherapie startet. Aber man würde in der Mehrheit der Fälle eher erstmal an eine Immuntherapie denken als direkt an die Biologika, die man eben eher für die sehr schwer betroffenen PatientInnen reserviert. Wie macht sich eigentlich eine Weizen- und Dinkelallergie bemerkbar? Klinisch kann es zu Durchfällen, also eben zu den klassischen Unverträglichkeitssymptomen kommen, zu starken Blähungen, meistens eben assoziiert direkt mit der Einnahme. Und das ist leider auch sehr individuell. Das heißt, man kann es schwer über einen Kamm scheren, leider. Dann letzte Frage, die jetzt aktuell reinkam. Warum sind Allergietests bei EOE, Eosinophilische Esophagitis, nicht aussagekräftig? Ich will einen Hinweis geben. Zu EOE machen wir einen eigenen DigiPad am 11. Mai. Also Sie sind da herzlich eingeladen, weil jetzt viele Fragen zu EOE kommen. Speziell zu dem Thema machen wir einen eigenen DigiPad. Aber ist das so, dass die Allergietests bei EOE nicht aussagekräftig sind? Ja, also Herr Hammelmann hatte das ja vorher schon erwähnt, dass es gewisse ein Arm der Behandlung auch diätetische, also Nahrungseinschränkungen beinhaltet. Und da würde man sicher einmal auch eine IgE-Diagnostik machen. Aber zur Diagnostik des Vorliegens der Erkrankung bin ich auch ganz mit ihm überein, muss leider einmal eine Biopsie gemacht werden. Und das liegt in der Ursache der Erkrankung, die ich glaube ich jetzt in 2 Minuten nicht aufrollen kann, dass das IgE alleine nicht für die Klinik verantwortlich ist. Hier haben wir andere immunologische Mechanismen, die vorwiegend das führen. Und letzter konkreter Fall, wie kann es sein, dass man auf Karotte reagiert mit starkem Reizhusten, Jucken an Schleimhäuten und Anschwellen und Atemnot und trotzdem schlägt der IgG-Bluttest nicht an? Es heißt nicht nachweisbar. Ich habe nichts anderes gegessen, schreibt die Patientin. Der IgG-Bluttest, hatten Sie gerade gesagt, schlägt nicht an. G wie Der Gustav? IgE, nein, der IgE-Bluttest. Ah ja, da kommt es drauf an, welcher Test gewählt wurde. Ob es das molekulare IgE ist, und da würde ich noch mal gucken nach einer Birkenpollenallergie. Gut, dann vielen Dank. Habe jetzt keine weiteren aktuellen Fragen und dann kommen wir zur nächsten Session, zum Live-Interview. Frau Dr. Ramburg, vielen Dank und ein schönes Wochenende noch. Ich danke. Jetzt kommt Herr Klimek, wenn Sie noch einmal die eine andere Folie einspielen. Genau, jetzt kommen wir zum Live-Interview. Histamin, welche Rolle spielt es bei Allergien und Intoleranzen? Frau Sabine Jose, die bei uns für den redaktionellen Teil verantwortlich ist, sie ist Geschäftsführerin von Mein Allergieportal, im Gespräch mit Frau Privatdozentin Dr. Petra Ziegelmeier. Frau Dr. Ziegelmeier ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Wien und Dozentin an der Karl-Landsteiner- und Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Liebe Frau Dr. Ziegelmeier, liebe Sabine, es ist euer Part. Ich klinke mich aus. Ja, und wir haben das spannende Thema Histamin, das ja Guten sowohl Morgen. bei Allergien als auch bei Intoleranzen eine Rolle spielt. Deswegen die erste Frage: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Histaminausschüttung bei Allergien und bei nicht allergisch bedingten Unverträglichkeiten? Guten Morgen. Histamin ist ein ganz wichtiger Botenstoff im Körper, der einerseits endogen ausgeschüttet wird, also aus dem Körper selber kommt, im Zuge einer allergischen Reaktion, aber auch über Nahrungsmittel dem Körper zugeführt werden kann. Jetzt ist es so, dass das Histamin, das wir mit der Nahrung zu uns nehmen, normalerweise in der Dünndarmschleimhaut inaktiviert wird, sodass es gar nicht in den Körper gelangt und dort seine Funktion als Botenstoff übernehmen kann.
Und wenn wir Patienten haben mit einer Histaminintoleranz, die übrigens niemals angeboren ist, sondern erworben ist durch eine Entzündungsreaktion im Darm, durch eine Antibiotikatherapie, da gibt es verschiedene Ursachen, warum diese enzymatische Aktivität in der Dünndarmschleimhaut dieses histaminabbauenden Enzyms nicht funktioniert, dann gelangt das Histamin in intakter Form in den Körper und kann Reaktionen auslösen, die so ausschauen wie eine echte allergische Reaktion. Also Histamin ist ein ganz typischer Botenstoff, wie wir ihn in der allergischen Reaktion finden, entweder indem er im Körper selber freigesetzt wird oder von außen im Körper zugeführt wird mit der Nahrung. Das heißt, jetzt auf die Tests angesprochen, was wäre da der Unterschied? Wenn wir eine Allergie testen, dann haben Sie eben von Steffi Tramburg schon gehört, dann weisen wir beim Patienten nach, dass er eine spezifische Sensibilisierung gegen einen Allergieauslöser hat. Das ist per se, wie vorher schon erläutert, eine Sensibilisierung. Das heißt, das zeigt nur, dass dieser Patient einmal mit dem Allergieauslöser in Berührung gekommen ist und sein Immunsystem eine spezifische Antwort gemacht hat. Erst wenn dann der Körper entscheidet, ich mache jetzt eine Abwehrreaktion, dann wird im Körper im Zuge der allergischen Reaktion Histamin ausgeschüttet. Das ist aber etwas, was diagnostisch hier keine Rolle spielt. In der Diagnostik der Histaminintoleranz haben wir aktuell zwei Möglichkeiten, die beide gleichermaßen schwierig sind. Wir können einerseits in einer Blutabnahme feststellen, ob die Konzentration dieses Enzyms, was das Histamin in der Dünndarmschleimhaut abbaut, das ist die Diaminooxidase, erniedrigt ist. Und wenn ein Patient erniedrigte Konzentrationen dieses Diaminooxidase-Enzyms hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu viel mit der Nahrung zugeführtes Histamin nicht verträgt, relativ hoch. Wenn aber diese Diaminooxidase-Konzentration im Blut normal ist, dann schließt das noch lange nicht aus, dass das Enzym trotzdem nicht gut funktioniert und der Patient trotzdem bei zu viel Histamin in der Nahrung Beschwerden entwickelt. Die weit schwierige Diagnostik, die wir sonst machen können, ist eine Histaminprovokation, indem der Betroffene eine histaminbelastete Mahlzeit zu sich nimmt und in einem Zeitfenster von, sagen wir mal, 8 Stunden, also dieses typische Zeitfenster, was es normalerweise braucht, dass er die für ihn typischen Beschwerden entwickelt, wir dann messen, ob der Spiegel von Histamin im Blut zu hoch ist. Und das ist wiederum ein indirekter Rückschluss darauf, dass das Histamin, das mit der Nahrung in den Darm kommt, einfach fälschlicherweise resorbiert wird und so in den Körper kommt. Und damit wird die Histaminkonzentration im Blut zu hoch. Es ist beides aufwendig und nicht 100% in seiner Aussagekraft, muss man auch dazu sagen. Jetzt hatten Sie ja schon ein bisschen erläutert, was im Körper passiert. Könnten Sie noch mal etwas mehr auf die Mastzellen eingehen? Die Mastzelle ist eine der Quellen, die Histamin im Körper als Botenstoff rumschicken. Hier gibt es andere Zelltypen auch. Wir finden aber Histamin auch in Körperoberflächen gespeichert. Wir finden Histamin sogar gespeichert in den Zellen des Magens. Und Histamin hat eine ganz wichtige Funktion eben an verschiedenen Stellen des Körpers. Und die Mastzelle ist nur ein Zelltyp, der Histamin dann ins Rennen schickt, wenn der Körper eine allergische Soforttypreaktion macht. Und das ist etwas, was wir eigentlich diagnostisch nicht einfach im Routinesetting greifbar machen. Das heißt, die Mastzelle hier als Diagnostikum heranzuziehen, ist nicht unsere erste Wahl. Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass Histamin diverse Aufgaben hat. Man sieht aber Histamin eigentlich oft negativ aus Patientensicht. Wie ist das denn zu bewerten? Histamin hat im Körper wichtige Funktionen, indem hier schädigende Wirkungen von Fremdproteinen abgewehrt werden sollen vom Immunsystem. Das heißt, Histamin, wenn im Körper herumgeschickt wird, aktiviert verschiedene Immunzellen, die dann eigentlich dieses Fremdprotein, wo das Immunsystem sagt, das schadet dem Körper,
bekämpfen sollen. Jetzt haben wir, das ist die Situation, die wir haben bei typischen allergischen Reaktionen. Jetzt haben wir die Situation, dass bei einer Histaminintoleranz dieser aktive Botenstoff Histamin in den Körper kommt, ohne dass es hierfür eigentlich einen immunologischen Hintergrund gäbe. Und die individuelle Reizschwelle des Patienten, und das ist eigentlich der Punkt, auf den wir hier hinaus wollen, ist aber ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass ein Nahrungsmittel, was an einem Tag gut vertragen wird, ein histaminreiches Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Tomaten, aber auch Zitronen, gereifte Nahrungsmittel wie zum Beispiel Käse oder Salami, Pickles, hier gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Nahrungsmittel, die klassisch histaminreich sind, an einem Tag in einer Menge gut vertragen werden und am nächsten Tag die gleiche Menge bereits Beschwerden auslöst. Und das ist das, was das Ganze so schwierig macht, dass es von verschiedenen Kofaktoren abhängt. Und hier kommt erschwerend dann noch dazu, dass ein und dasselbe Nahrungsmittel nicht immer die gleiche Histaminmenge enthält. Das heißt, wir haben hier zwei Variablen, die wir berücksichtigen müssen. Einerseits, dass die individuelle Verträglichkeitsschwelle schwankend ist, wie viel Histamin der Patient verträgt, ohne dass er Beschwerden entwickelt. Und dass die Histaminmenge in den Nahrungsmitteln nicht immer gleichbleibend ist. Eine wichtige Histaminquelle, die durchaus ein Thema ist, und das beschreiben die Patienten auch ganz klassisch, sind alkoholische Getränke. Auf Hefe ausgebaute Weine, Bier zum Beispiel sind hier ein wichtiges Thema. Und es ist durchaus auch so, dass wir Histaminintoleranz in der Wissenschaft sehr kontroversiell diskutieren, dass aber die Patienten sehr reproduzierbar beschreiben, die Beschwerden, die sie entwickeln. Und wenn es nur ist, dass ihnen jemand erzählt, ich trinke ein halbes Glas Sekt und eine Viertelstunde später merke ich, wie mir die Hitze in den Kopf steigt und ich einen Ausschlag im Dekolleté entwickle. Ich habe immer wieder Patienten, die mir beschreiben, ich habe histaminreich gegessen und entwickle auf einmal Ödeme in den Händen oder ich entwickle Herzklopfen. Das ist auch etwas, was wir objektivieren können. Diese klinischen Reaktionen können wir tatsächlich messen und greifbar machen. Das macht es natürlich für den Patienten etwas schwierig, im Umgang diese vielen Faktoren zu berücksichtigen. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz einen Überblick geben, bei welchen Erkrankungen es häufiger zur Ausschüttung von Histamin kommt, jetzt unabhängig von der Aufnahme durch die Nahrung? Histamin ist ein typischer Neurotransmitter, den wir finden bei allergischen Reaktionen. Also hier sind die klassischen Heuschnupfenreaktionen, aber auch Nahrungsmittelallergien ein wichtiges Thema. Andererseits wird Histamin auch ausgeschüttet bei Patienten mit Nesselsucht. Da ist hier Histamin auch ein wesentlicher Faktor, weil Histamin auch in der Haut gespeichert wird. Und Histamin spielt durchaus auch eine Rolle bei Reaktionen des Magens, weil Histamin eigentlich eine Magensäureausschüttung ankurbelt, die dann zu einer verstärkten Säurebelastung im Magen führen kann. Also das sind so die wesentlichsten Punkte. Allerdings haben wir Histaminrezeptoren auch im zentralen Nervensystem, wo Histamin zum Beispiel noch eine wichtige Rolle im Brechzentrum spielt, also für Erbrechen aus verschiedenen Ursachen. Habe ich das richtig verstanden, dass dann Reflux auch ein Problem sein kann? Ja, also das ist etwas, was wir immer wieder finden, dass Patienten hier sehr wohl ein Thema hat. Man ordnet das auch nicht zu in erster Linie. Und genauso, wenn Patienten Herzbeschwerden entwickeln, ordnen wir das nicht zu. Genauso, wenn Patienten Migräne entwickeln. Also im Zuge der Diagnostik dann darauf zu kommen, dass immer dann, wenn man Thunfisch gegessen hat, eine Migräneattacke folgt, das erklärt sich damit, dass das Histamin auch in der Tonisierung der Gefäße eine Rolle spielt. Wo es zentrale Gefäße eng stellt, stellt es periphere Gefäße weit. Und das ist ein klarer Indikator dafür, dass wir hier in der Durchblutungsregulation einerseits in der Koronardurchblutung ein Thema haben und andererseits aber auch in dem gefäßregulatorischen Aspekt, der hier die Migräne mittriggert. Dann die letzte Frage, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen. Was regt denn die Mastzellen auf und was beruhigt sie? Da sind wir dann einerseits in den auslösenden Mechanismen, was die Mastzellen
Zelle aktiviert, können verschiedene Faktoren sein. Einerseits, wie mehrfach schon erläutert, eben die typischen allergischen Reaktionen. Es gibt aber auch Patienten, die eine unspezifische Überregbarkeit von Mastzellen haben. Das ist etwas, was wir nicht so häufig und vor allen Dingen auch nicht im ersten diagnostischen Schritt finden. Patienten mit einem Mastzellaktivierungssyndrom zum Beispiel. Oder eben auch Patienten mit einer Urtikarie, die nicht spezifische Ursachen haben muss. Hier können physikalische Einflüsse schon ein Thema sein. Unspezifische Reize können ein Thema sein, die die Mastzelle aktivieren. Und andererseits, wenn wir die Mastzelle zur Ruhe bringen wollen, ist es einerseits möglich, dies medikamentös zu tun, indem wir mastzellstabilisierende Medikamente geben. Hier gibt es verschiedene Substanzen, die eine Rolle spielen. Hier zählen zum Beispiel auch Substanzen dazu, die die zelluläre Entzündungsreaktion beeinflussen. Also nicht bloß Mastzellstabilisatoren, sondern auch Corticoide zum Beispiel sind hier ein Thema. Aber auch gegenregulatorische Immunmechanismen des Immunsystems. Wenn zum Beispiel Patienten, wie vorher auch von Frau Dr. Bramburg schon erläutert, eine sekundäre Immuntoleranz durch Immuntherapie bekommen. Ja, vielen Dank für die Antworten auf meine Fragen. Jetzt kommen die Zuschauer dran. Inwieweit korreliert denn die DAO im Serum mit der DAO im Darm? Ist das wirklich relevant? Das wird sehr kontroversiell diskutiert. Dadurch, dass wir aber die DAO-Konzentration in der Darmschleimhaut nur lokal messen könnten, ist das natürlich in der praktischen Umsetzung schwierig. Und andererseits sagt die DAO-Konzentration lokal in der Darmschleimhaut genauso wie im Serum nichts über die Aktivität, über die Effizienz, die Wirksamkeit dieses Enzyms in der Inaktivierung von Histamin aus. Die Frage ist also absolut berechtigt und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass wir hier einfach diagnostisch keine alternativen Möglichkeiten haben als die In-vivo-Evaluation, wie gesagt, die Provokation, die aber auch all diesen Variabilitäten, die wir eben schon diskutiert haben, unterworfen ist. Nicht nachstellen kann, ja. Dann, welche Mechanismen können zu einer Inaktivierung der DAO führen? Stichwort Koffein. Da gibt es verschiedene Faktoren, die hier eine wesentliche Rolle spielen können, wobei wir viele Faktoren nur vermuten können, die wir nicht auf, sagen wir so, in wissenschaftlichen Untersuchungen objektivierbar machen können. Es spielt eine Rolle, ob Sie hier eine In-vitro-Untersuchung machen, im Labor pipettieren oder ob Sie tatsächlich in vivo am Patienten eine Evaluation machen. Und eine Untersuchung am Patienten ist das Einzige, was in meinen Augen auch tatsächlich klinisch relevant und aussagekräftig ist. Also die Laboranalytik, in der man natürlich hingehen könnte und verschiedene exogene Noxen testen könnte, ist bei weitem nicht so aussagekräftig wie das, was am Patienten tatsächlich passiert. Jetzt wird es etwas spezifischer. Sie sagten, Histaminintoleranz kann nicht angeboren sein. Warum gibt es dann Gentests bezüglich DAO und HNMT? Des Weiteren gäbe es Diagnosemöglichkeiten in Form von Biopsien bei einer Magen-Darm-Spiegelung, die auf DAO untersucht werden lassen werden kann. Und HNMT-Polymorphismen werden hier angesprochen. Die Methyltransferase ist das zweite Enzym, was das Histamin in der Darmschleimhaut inaktiviert. Das heißt, das ist der zweite wichtige Player, der in der Darmschleimhaut eine Rolle spielt. Und das ist etwas, was in experimentellen Studien aktuell immer wieder untersucht wird. Wir können aber aus den aktuell vorliegenden Daten bis heute eigentlich keine Conclusio dahingehend ziehen, dass wir hier einen aussagekräftigen diagnostischen Marker hätten. Was einfach auch daran liegt, dass wir eben mehrere Player im Spiel haben, die sich gegenseitig beeinflussen. Und, das muss man hier auch ganz klar dazu sagen, eine Darmbiopsie Ihnen eine Momentaufnahme über die aktuelle Entzündungsreaktion in der Darmschleimhaut gibt, aber wie gesagt, nur eine Momentaufnahme ist.
Dann wird gefragt, ob was unter einer Membranintegrationsfaktor unter dem Membranintegrationsfaktor zu verstehen sei. Das sagt mir leider überhaupt nichts. Okay. Wird Histamin auch bei Verletzung oder Stress ausgeschüttet? Ja, absolut, weil Histamin ein wichtiger Faktor ist, der hier in der akuten Situation einfach Entzündungszellen an den Ort der Verletzung lockt und einfach hier triggert, dass es schnell zu einer Sanierung dieses verletzten Areals kommt. Absolut. Ja, das stimmt. Wann halten Sie die Abklärung von HNMT für indiziert? Gibt es hier eine klinische Symptomatik oder Marker zum, ja, das haben Sie schon gesagt, zum Beispiel Methylhistamin im Urin? Das wurde über all die Jahre immer wieder untersucht und das Methylhistamin im Harn ist nicht von einer Zuverlässigkeit, dass wir das in die Leitlinien integrieren könnten. Gibt es Empfehlungen für Antihistaminika bei Histaminintoleranz? Wir haben eine ganze Reihe unterschiedlicher Antihistaminika am Markt und Antihistaminika sind durchaus so, dass die Patienten auf jede Einzelsubstanz ganz unterschiedlich gut ansprechen. Was beim einen Patienten sehr gut wirkt, muss beim anderen Patienten gar nicht wirken. Das heißt, es ist in gewisser Weise ein Try and Error. Wir können hier nicht sagen, die eine Substanz ist objektivierbar besser als die andere. Genauso wie wir nicht sagen können, welche individuelle Dosis den Patienten beschwerdefrei macht. Das ist auch etwas, was wir bei der Urtikaria durchaus leidvoll erfahren müssen, dass es Patienten gibt, die mit sehr niedrigen Dosen sehr gut beschwerdefrei zu halten sind. Andere Patienten brauchen nicht bloß eine, sondern vier Tabletten, um ihre Beschwerden einigermaßen in den Griff zu kriegen. Das heißt, das kann man nur ausprobieren, welche Substanz bei welchem Patienten gut anspricht. Was man hier aber dazu sagen muss, ist, dass die Antihistamine ganz, ganz unterschiedliche Nebenwirkungen haben. Und eine der Nebenwirkungen, die Antihistaminika, die wir heute noch am Markt haben, durchaus mit sich bringen, ist eine Sedierung. Das heißt, dass die Patienten müde werden davon. De facto bewiesen, zweifelsfrei, dass sie nicht sedierend sind, sind zwei Substanzen. Das ist Loratadin und Desloratadin. Das sind die beiden Substanzen, die auch für Piloten zugelassen sind als nachweisbar nicht sedierende. Bei allen anderen wird in einem gewissen Prozentsatz eine Sedierung beschrieben, aber das ist individuell auch unterschiedlich, wie stark man hier empfindlich ist auf diesen Faktor. Wenn man hat Reflux im Zusammenhang mit Histaminintoleranz, was ist dann besser, H2-Blocker oder Protonenpumpenhemmer? Wir verwenden beides. Wie wirksam sind DAO-Substitutionen? Es gibt Patienten, die schwören drauf, die sprechen sehr gut an und bei anderen Patienten machen DAO-Substitutionen gar nichts. Sie müssen sie genauso wie Antihistaminika vor einer erwarteten Exposition jedenfalls anmelden. Und es kann durchaus auch sein, dass hier der wirtschaftliche Faktor eine gewisse Rolle als Entscheidungskriterium spielt. Dann noch eine Frage zur Genetik. Hier taucht in einer Familie Mutter, Tochter, Histaminintoleranz auf. Ist das dann eher Zufall, weil die Genetik ja eigentlich keine Rolle spielt? Es ist die Frage, ob einerseits woher die Vulnerabilität kommt und andererseits heißt die Tatsache, dass wir bisher noch keine Genlücke identifizieren konnten, noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Hilft eine Darmsanierung bei Beschwerden bei Histaminintoleranz? Dazu können wir keine abschließende Beurteilung abgeben. Wir haben grundsätzlich die Erfahrung gemacht, dass Histaminintoleranz nicht so schwerwiegend bleiben muss, wie sie von den Patienten initial wahrgenommen wird. Das kann aber einerseits daran liegen, dass die Patienten lernen, besser damit umzugehen und automatisch histaminreichen Nahrungsmitteln aus dem Weg zu gehen. Andererseits ist es aber durchaus so, dass die Darmschleimhaut zur Erholung fähig ist und durchaus eine gewisse Erholung der enzymatischen Aktivitäten denkbar ist. Ja, und es gibt aktuell keine spezifischen Empfehlungen, um diesen Effekt auch tatsächlich zu optimieren.
Dann noch die Frage nach der Diät bei der Histaminintoleranz, die ist ja wahrscheinlich sehr individuell. Ja, weil jeder Patient unterschiedliche Nahrungsmittel nicht gut verträgt. Das heißt, hier gilt es herauszufinden, welche sind meine Triggerfaktoren, was kann ich essen, was kann ich nicht essen und in welchen individuellen Grenzen vertrage ich Nahrungsmittel. Weil im Gegensatz zu echten Nahrungsmittelallergien, die auch eine gewisse Dosisabhängigkeit haben, aber nicht haben müssen, wo Spuren schon ein Problem darstellen können, haben wir bei der Histaminintoleranz ja die Situation, dass geringe Mengen oft vertragen werden, aber Kofaktoren eine Rolle spielen, Kombinationen eine Rolle spielen und das gilt es individuell herauszufinden. Und es kann auch sein, dass ein Patient an einem Tag ein halbes Glas Bier problemlos vertragen kann und an einem anderen Tag ein halbes Glas Bier eine schwere Migräne verursacht, weil hier einfach andere Faktoren wie Stress, andere immunologische Belastungen, Infektionen, solche Dinge sehr wohl eine Rolle spielen. Dann nochmal zurück zu den Antihistaminika. Inwiefern sind sie zur Dauertherapie geeignet, weil man ja auch Histamin irgendwie benötigt? Antihistaminika können Sie problemlos zur Dauertherapie geben, wobei die Erfahrung zeigt, dass es üblicherweise nicht zwangsläufig notwendig ist. Also wenn hier tatsächlich die klinischen Beschwerden durch die exogene Histaminzufuhr getriggert werden, dann ist die Maßnahme, die exogene Histaminzufuhr in die tolerablen Grenzen zu bringen, schon sehr effizient, sodass üblicherweise die Patienten, wenn sie gelernt haben, damit umzugehen, nicht mehr diese konsequente Antihistaminika-Einnahme benötigen. Es gibt ja auch Patienten, die neben der Histaminintoleranz eventuell auch eine Fructose-Malabsorption haben oder eine Laktoseintoleranz. Wie kann man feststellen, welche Symptome wovon kommen oder ob es die Histaminintoleranz ist und kann in den genannten Tests das unterschieden werden? Das, was Sie auf alle Fälle festmachen können, ist bei Fructose, also bei Kohlenhydratunverträglichkeiten, ob die sind messbar mit H2-Atemtests, indem die Patienten eine entsprechende Zuckerlösung zum Trinken kriegen und man dann im Laufe der nächsten Stunden untersucht, wie viel von diesen Zuckern unverdaut bis in den Dickdarm kommen, wo sie dann von den Darmbakterien verstoffwechselt werden und das daraus resultierende Wasserstoff wird abgeatmet und in der Abatmungsluft dann tatsächlich gemessen. Aber das ist spezifisch für die verschiedenen Kohlehydrate und kann deswegen unabhängig bestätigt werden. Können auch Medikamente zur verstärkten Histaminausschüttung führen? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir sehr wohl auch Medikamente haben, die als typische Histaminliberatoren gelten. Hier zählen zum Beispiel verschiedene Antiphlogistika dazu, also diese klassischen Schmerzmittel und Grippemittel, die wir verwenden, die einfach zu einer endogenen Histaminausschüttung im Körper führen. Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier stellen. Vielen Dank dafür. Es gibt aber auch verschiedene andere Substanzgruppen, von denen wir wissen, dass sie hier zu einer Histaminausschüttung führen. Und hier zu zählen zum Beispiel verschiedene Medikamente gegen Gicht. Hier zählen verschiedene Medikamente, die für Magenbeschwerden gegeben werden. Hier gibt es ganz unterschiedliche Substanzgruppen, die hier eine Rolle spielen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Histaminintoleranz und Hashimoto? Nein. Also die Histaminintoleranz zählt im Gegensatz zum Hashimoto nicht zu den autoimmunen Erkrankungen und man kann auch statistisch keine Häufung oder keine Assoziation zwischen autoimmunen Erkrankungen und Histaminintoleranz feststellen. Gibt es eine Assoziation zwischen Histaminose, also Histaminintoleranz, und der Salicylatunverträglichkeit? Nein. Ich glaube, dann sind wir mit unseren Fragen durch. Und Dann wir sind in der Zeit geblieben. und in der Zeit geblieben, wir haben aufgeholt. Dann bedanke ich mich ganz Oh, sehr gut. herzlich, bei Ihnen, dass Sie meine Fragen beantwortet haben und so geduldig die Fragen der Zuschauer beantwortet haben. Es waren so viele gescheite Fragen dabei. Also man muss ehrlich sagen, dass unsere Patienten sehr informiert sind und das freut mich sehr.
Weil dann sind wir als Ärzte auch gezwungen, uns kritisch damit auseinanderzusetzen. Ja, und vor allen Dingen genießen die Patienten auch, die Fragen stellen zu können, ganz besonders zu Histamin. Dann ganz Vielen herzlichen herzlichen Dank Dank für die nochmal Einladung. und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Ja, tschüss, Frau Zichmeier. Vielen Dank, Sabine, zunächst mal dafür. Und jetzt kommen wieder die Folien, müssten wir jetzt einspielen. Genau, weil jetzt kommt Herr Professor Magerl. Professor Magerl ist tätig an der Charité in Berlin. Er ist Leiter des Bereiches Klinische Studien am Institut für Allergieforschung und auch Leiter der Angioödem-Sprechstunde der Charité in Berlin. Lieber Professor Magerl, guten Morgen. Und damit übergebe ich bereits an Ihre Präsentation und schalte mich weg. Guten Morgen, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich hoffe, man kann mich hören. Ein kurzes Feedback dazu. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Dann lege ich los. Ja, wie Sie sagten, Angioödem-Sprechstunde. Wir machen die Angioödem-Sprechstunde in Berlin jetzt seit 20 Jahren, über 20 Jahren. Und wir sind vor allem ein bisschen stolz darauf, dass wir jede Art von Angioödem-Patienten annehmen. Also nicht nur spezielle, seltene Erkrankungen, sondern dass wir das Bild der wiederkehrenden Angioödeme so umfassend, wie es geht, behandeln. Und ein Aspekt aus diesen Angioödemen, da gibt es eine Erkrankung, die heißt hereditäres Angioödem. Und bei dieser Erkrankung können die Schwellungen auch in inneren Organen auftreten und das führt dann zu Bauchkrämpfen, zu schrecklichen Schmerzen, die über Tage anhalten können. Und darüber will ich heute reden, Schwellungen und Bauchkrämpfe. Wann kann es dieses hereditäre Angioödem sein? Das sind meine Interessenskonflikte als Forscher in der klinischen Forschung, in klinischen Studien, habe ich selbstverständlich mit Partnern aus der Industrie zu tun. Da kommt man überhaupt nicht drum herum. Aber ich habe auch meine Sprechstunde und ich sehe mindestens einmal die Woche, sehe ich meine Patienten. Und da kam eine Frau, vor einigen Jahren schon, 15 Jahre quer ist das her, kam die bei uns in die Klinik. Geboren 1955. Die war zu dem Zeitpunkt also etwa 50, ein bisschen mehr als 53 Jahre alt. Und sie hat berichtet, dass sie Schwellungen zuerst hatte. Und zwar als Kind, bereits im Schulalter, im Grundschulalter. Ganz sicher war sie sich nicht mehr, wann es angefangen hatte. Aber diese Beschwerden bestanden bei ihr also schon sehr, sehr lange. Und eine dieser Beschwerden, die sie hatte, das ist jetzt nicht ihr Bild, aber das hat sie ganz genauso beschrieben, sind so rote Flecken gewesen. Rote Flecken, die nicht gejuckt haben, die nicht erhaben gewesen sind, die so ein bisschen netzförmig, gitterförmig aufgetreten sind. Daran konnte sie sich sehr wohl erinnern, dass das ein Teil ihrer ersten Beschwerden war. Aber sie hatte auch Hautschwellungen, und zwar 2 bis 3 Mal pro Monat, am Anfang ein bisschen seltener, im Lauf der Pubertät dann mehr geworden. 2 bis 3 Mal im Monat hatte sie Schwellungen der Haut, oft der Extremitäten, aber auch im Gesicht, Genitale konnte anschwellen. Und dann schwoll für 1, 2 Tage, schwoll da eine Hand an, ein Fuß an. Und das waren die ersten Beschwerden. Als sie ein bisschen älter wurde in der Pubertät, kamen dann andere Beschwerden dazu, und zwar diese am Anfang schon beschriebenen schweren abdominellen Schmerzen. Das sind kolikartige Schmerzen, die über Tage lang anhalten können. Sie hat beschrieben, bei ihr bis zu 7 Tage. Bei ihr ist es aber nur 2 Mal im Jahr etwa vorgekommen im Durchschnitt. Und aus heutiger Sicht würde man diese Beschwerden, die sie mir da berichtet hat, könnte man schon zusammenfassen, könnte man schon dran denken an die Diagnose hereditäres Angioödem. Aber damals wurden sowohl von der Patientin als auch von den behandelnden Ärzten die Beschwerden nicht ganzheitlich betrachtet, sondern die einen haben die roten Hautveränderungen gesehen und haben in Richtung Allergie gedacht. Die nächsten haben die Schwellung gesehen und haben geguckt, warum kann da die Hand anschwellen. Und die nächsten haben sich die Bauchschmerzen angeguckt und sind in ihrem Bereich geblieben
Und so kam es nie dazu, dass eine einheitliche, ganzheitliche Diagnose gestellt wurde. Und da hat sie im Laufe der Zeit viele Diagnosen gesammelt. Es war die Laktoseintoleranz im Gespräch, eine Allergie, von der aber auch keiner so recht wusste, gegen was sie allergisch sein sollte, wurde besprochen. Insektenstiche waren die Vermutung für die Schwellungen der Hände und Füße, obwohl, auch wenn es Winter war und keine Wespe unterwegs war. Und dann hat man sich in der Hilflosigkeit geeinigt auf die Diagnose, das muss ein empfindliches Kind sein. Dieses empfindliche Kind hatte Beschwerden weiterhin, trotz dieser ganzen Arztbesuche. Und als sie dann wieder mal eine dieser Bauchbeschwerden hatten, diese akuten Attacke mit 12 Jahren, hat man eine Blinddarmentzündung vermutet und hat getan, was man bei Blinddarmentzündung macht, nämlich einen Schnitt und raus war der Blinddarm. Und nachdem der Blinddarm raus war, ist aber nichts besser gewesen. Die Bauchschmerzen sind weitergekommen. Und so hat man dann die Diagnose irgendwann geändert von empfindliches Kind auf psychosomatisch. Das war dann zu der Zeit, kam das auf. Und dann war das eine psychosomatische Erkrankung. Und auch als ihre Tochter ähnliche Beschwerden entwickelt hat und sie dann drauf kam, dass ihr Vater ja schon immer mit solchen Bauchschmerzen zu kämpfen hatte, hat bei niemand die Alarmglocke geklingelt. Ganz im Gegenteil, die Patientin wurde älter. Sie hat ihre produktiven Jahre verbracht mit diesen Beschwerden. Und als sie dann 38 Jahre alt war und die Beschwerden immer noch anhielten, hat man die Gebärmutter herausgenommen in der Hoffnung, man hätte jetzt endlich eine Erklärung für die Beschwerden, die zu diesem Zeitpunkt ja schon seit über 20 Jahren bestanden haben, seit 30 Jahren, ging aber trotzdem weiter und die Patientin hat sich mit den Beschwerden abfinden müssen. Also die Hautbeschwerden, das war einfach, ja, einfach abfinden, warten, bis sie vorbei sind. Sie wusste ja schon, dass Cortison, Antihistaminika, die ganzen Allergietabletten da nichts helfen. Für die Bauchattacken hat sie Schmerzmittel genommen und versucht, diese 5, 6, 7 Tage irgendwie durchzustehen. Und dann im Jahr 2008, also knapp 50 Jahre, nachdem die Beschwerden das erste Mal aufgetreten sind, hat sie dank der Patienten-Selbsthilfeorganisation in Deutschland einen Artikel in der Laienpresse gefunden. Die haben also so ein bisschen versucht, die Krankheit bekannter zu machen, haben das beschrieben und da hat sie so einen Artikel in die Hand gekriegt und da hat sie sich wiedererkannt. Genau das sind ihre Beschwerden. Hat sich dann bei uns vorgestellt in der Charité und hat dann nach 50 Jahren Leidensweg ihre Diagnose hereditäres Angioödem erhalten. Und das war auf der einen Seite natürlich eine riesige Erleichterung, endlich zu wissen, was das alles ist, aber natürlich auch ein bisschen Schock, wie man das jetzt behandeln kann. In den 50 Jahren, bevor sie zu uns gekommen ist, war sie bei Kinderärzten, bei Allergologen, Hautärzten, Magen-Darm-Spezialisten, Gynäkologen, Hals-Nasen-Ohrenärzte. Sie ist oft in die Notfallambulanz gegangen wegen ihrer Beschwerden. Die Chirurgen haben sie zweimal unters Messer genommen und alles hat nichts geholfen. Und dabei sind die Beschwerden, die sie berichtet, wenn man es weiß, eigentlich alles sehr stimmig. Die Patienten haben diese wiederkehrenden Schwellungen, oft im Gesicht, oft an den Extremitäten. Diesen Schwellungen gehen manchmal diese gitterartigen Rötungen voraus. Das ist ganz typisch. Das haben ganz viele Patienten, die aber keine Nesselzucht sind, sondern eben flach in der Haut liegen und nicht jucken. Untypischerweise fast alle Patienten, fast ohne Ausnahme, haben auch diese schweren Bauchbeschwerden. Das Bild hier ist sehr schön. Sie sehen in dem roten Kreis, sehen Sie einen Darmabschnitt, der geschwollen ist. Ich weiß nicht, ob man meinen Cursor sehen kann. Hier auf der linken Seite sehen Sie so 2, 3, 4 schwarze Flecken. Da an denen sieht man, dass so sieht ein Darm im Normalzustand aus. Und in dem roten Kreis sieht man den Darm, wenn er geschwollen ist. Also ein unglaublicher Unterschied, eine massive Schwellung der Bauchorgane. Das führt dann zu Erbrechen, zu Durchfall, bis hin zu Bewusstlosigkeit kann das gehen. Und natürlich diese extrem starken Schmerzen, die lange anhalten.
Das Schicksal der Patientin, wie sie es beschrieben hat, ist ausgesprochen lang. Aber es ist kein Einzelfall. Viele Patienten werden operiert, weil sie diese wiederkehrenden Bauchschmerzen haben, für die zu diesem Zeitpunkt keine Diagnose gibt. Und die Diagnose ist dann, wie genau wie bei der Patientin, meistens Appendizitis, manchmal Unterleibsorgane, Verklebungen durch vorangegangene Operationen, das sind dann die Gründe. Ich habe eine große Sammlung von Bäuchen und Narben, weil das eben vielen Patienten passiert mit hereditärem Angioödem. Wir haben mal unsere Patienten befragt in Deutschland, ob sie in der Vergangenheit solche Fehldiagnosen bekommen haben. Und da hat die Hälfte der Patienten gesagt, ja, bei mir wurden auch Fehldiagnosen gestellt. Und Fehldiagnosen führen natürlich auch zu Fehltherapien, zu Fehlbehandlungen. Im schlimmsten Fall eben zu einer Operation. Und von den Patienten, die sagten, sie hatten schon Fehldiagnosen, von denen war in 20% der Fälle die Fehldiagnose Blinddarmentzündung. Das ist also was ganz Häufiges. Und in einer anderen Umfrage ist das nochmal bestätigt worden. Da hat man gefunden, dass die Patienten in Deutschland zu 20% in etwa eine Blinddarmentfernung unterzogen wurden. Und im Vergleich die Gesamtbevölkerung in Deutschland, bei denen ist das nur in 7 bis 8% der Fälle der Fall. Das heißt also, dass die ein dreifach höheres Risiko haben, eine Blinddarmoperation zu erleiden. Erleiden deswegen, weil es in 2/3 der Fälle offenbar gar nicht notwendig ist, sondern einfach die Beschwerden des hereditären Angioödems. Und wenn man denkt, das ist schon ungünstig, dann kann es noch schlimmer kommen. Denn bei dieser Art von wiederkehrender Schwellung kann die Schwellung auch in die engste Stelle des Kehlkopfes rutschen. Das tut es bei allergischen Erkrankungen selten oder nie. Aber bei dieser Erkrankung kann der Kehlkopf betroffen sein. Das ist also die engste Stelle der Atemwege. Und wenn die zuschwillt, das kann dazu führen, dass die Patienten ersticken. Und das Risiko, an dieser Erkrankung zu versterben, ist bei Patienten, die noch keine Diagnose haben, 9-mal höher im Vergleich zu Patienten, die bereits eine Diagnose haben. Wenn man also nicht weiß, um was es sich handelt, wie man es behandeln muss, wie man die Patienten retten kann, ist hier das Risiko zu versterben deutlich erhöht. Und dieses Risiko, falsch behandelt zu werden, eine unnötige Operation zu erleiden oder sogar im Falle einer Kehlkopfschwellung nicht richtig behandelt zu werden und schlimmere Folgen noch zu haben, die ist natürlich am höchsten in der Zeit, in der die Patienten die Diagnose nicht kennen. Und die Zeit vom Auftreten der Beschwerden bis zur richtigen Diagnose, die ist traurigerweise heute noch sehr, sehr lang. Im Durchschnitt über alle Patienten hinweg ist die Zeit 15 Jahre. Die Patienten warten also im Durchschnitt in Deutschland 15 Jahre auf die richtige Diagnose. 15 Jahre Lebenszeit, die durch diese Erkrankung wirklich schwer gemacht werden, sauer gemacht werden. Man sieht aber eine Entwicklung, dass die jüngeren Patienten von heute nicht mehr so lange auf ihre Diagnose gewartet haben. Die jüngsten, also die unter 20-Jährigen, warten 2 Jahre auf die Diagnose. Die etwas älter sind, 7, dann 12. Aber man sieht auch die 44 Jahre bei den älteren Patienten, die so lange auf ihre Diagnose gewartet haben, wie meine Patientin, die ich Ihnen vorgestellt habe. Also von den 15 Jahren gilt es auf jeden Fall runterzukommen, die Diagnose schneller zu stellen. Denn die Diagnosestellung selbst ist so schwer überhaupt nicht. Bei dem hereditären Angioödem handelt es sich um eine erbliche Erkrankung, bei der ein Faktor im Blut fehlt. Und dieser Faktor nennt sich C1-Inhibitor. Und dieser C1-Inhibitor, er ist hier dezent über diesen Pfeilen so angedeutet. Dieser Faktor hemmt eine biochemische Reaktion, die im Blutkreislauf stattfindet. Und diese biochemische Reaktion ist notwendig, muss aber ganz genau gesteuert werden. Und da darf nicht zu viel von diesem Bradykinin entstehen, das das Endprodukt dieser Reaktion ist. Und der C1-Inhibitor verhindert das.
Bei der Erkrankung HAE fehlt dieser C1-Inhibitor, aber jedenfalls ein großer Teil davon fehlt oder er funktioniert nicht richtig. Und dann wird zu viel von diesem Bradykinin hergestellt im Blutkreislauf und das führt dann dazu, dass die Blutgefäße undicht werden und die Flüssigkeit ins Gewebe hineingeht und das ist dann die Schwellung. Dieser C1-Inhibitor ist also das, was fehlt und diesen C1-Inhibitor kann man messen. Mit einer einfachen Blutentnahme kann man die Krankheit diagnostizieren und man sieht, dass es zwei verschiedene Typen von diesem C1-Inhibitor, von diesem hereditären Angioödem gibt. Die kann man nicht unterscheiden von der Art der Schwellung her, aber im Blut kann man sie unterscheiden. Und beide Typen kann man natürlich von einem gesunden oder von einer anderen Art von Schwellung unterscheiden. Man misst den C1-Inhibitor, die Konzentration, die Funktion. Und dann nimmt man noch einen anderen Blutwert dazu, dann hat man es komplett. Und dann kann man ziemlich sicher sagen, in knapp 100% der Fälle kann man das mit großer Sicherheit sagen, dass es sich um diese Erkrankung handeln muss und dann kann man sie auch therapieren. Ganz kurz Zwischenzusammenfassung. Wenn also diese wiederkehrenden Schwellungen seit Kindheit oder Jugend auftreten, wenn dazu diese Bauchbeschwerden kommen, diese wiederkehrenden, stark schmerzhaft Tage anhaltend. Wenn es noch jemand anders gibt in der Familie, der auch noch ähnliche Beschwerden hat, die nicht ansprechen, auch die üblichen Allergiebehandlungen, dann muss man an dieses hereditäre Angioödem denken. Dann kann man es auch dementsprechend behandeln. Und es gibt Behandlungen. Das hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen. Man kann den C1-Inhibitor ersetzen. Man kann einzelne Elemente dieser biochemischen Reaktion blockieren im Blut und zwar sehr effektiv, sodass man da gut behandeln kann. Und grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten der Behandlung. Das eine ist die Akuttherapie. Und das andere die Prophylaxe. In dem ersten Fall behandelt man die Attacken so, wie sie kommen. Das heißt, der Patient hat sozusagen eine Notfallmedikation bei sich. Und wenn eine Attacke kommt, dann ist der Patient angehalten, die Attacke so früh wie möglich zu behandeln. So früh wie möglich deshalb, weil nur dann die volle Effektivität der Medikation zum Tragen kommt. Je später man behandelt, desto mehr von der Attacke ist schon da, desto schwieriger wird es, die Attacke schnell wieder wegzukriegen. Also der größte Effekt ist da, wenn frühzeitig behandelt wird. Dafür gibt es einige Medikamente. Das ist also dieser C1-Inhibitor, den man sich in dem Fall intravenös verabreichen müsste. Da gibt es verschiedene Präparate mit verschiedenen Dosierungsangaben. Aber jedes dieser Präparate ist hochwirksam und gut verträglich. Oder es gibt auch ein synthetisch hergestelltes Präparat, dieses Icatiband. Alle in einem großen Altersbereich zugelassen und hochwirksam. Das Problem bei dieser Akuttherapie ist, dass die Patienten sozusagen das Auftreten der nächsten Attacke erwarten müssen. Und diese Attacken kommen meistens völlig spontan, unvorhergesehen, an einem Körperlokalisation, die nicht vorhersagbar ist, entwickeln sich zwar jetzt nicht blitzartig, aber doch überraschend in vielen Fällen. Und dieses Warten und dieses Reagieren auf die Krankheit, das ist so ein bisschen eine Belastung für viele Patienten. Das ist sozusagen die Krankheit gibt in diesem Fall den Rhythmus vor und nicht der Patient selbst. Und deswegen geht man in den letzten Jahren vermehrt auf die Prophylaxe. Prophylaxe bedeutet eine regelmäßige Medikation, um das Auftreten dieser Attacken zu verhindern. Und das ist natürlich etwas, wo dieses Damoklesschwert ein bisschen wegfällt, das über den Patienten schwebt bei einer Akuttherapie. Hier gibt der Patient den Rhythmus vor der Behandlung. Und es gibt gute Präparate. Da gibt es wieder den C1-Inhibitor, der also diesen fehlenden Stoff ersetzt, beziehungsweise Tabletten oder eine Antikörperspritze alle 2 bis 4 Wochen, die regelmäßig eingenommen das Auftreten dieser Attacken verhindern soll. Und die Medikamente sind so gut, dass sie das auch können, dass sie das Auftreten dieser Attacken in vielen Fällen, fast allen Fällen verhindern können.
Wenn also, nochmal, das ist das Wichtigste dazu mitnehmen, diese Attacken bestehen, diese Bauchattacken, diese Schwellungen seit Kindheit und Jugend in der Familie, kein Ansprechen auf Cortison, dann an ein hereditäres Angioödem denken. Ich verstehe aber dass es schwierig ist, daran zu denken. Ja, die Diagnose selbst ist ja einfach durch eine Blutentnahme zu machen. Man muss nur dran denken. Aber dieses dran denken, das wird einem natürlich nicht einfach gemacht. Man muss sagen, es gibt 6000 andere seltene Erkrankungen. Und ich muss selber zugeben, von 5.900 habe ich selber keine Ahnung. 100 habe ich schon mal gehört und so ein bisschen auf dem Schirm. Aber nur von einer bin ich tatsächlich echt ja, Spezialist. Aber da kann man also schwer einen Vorwurf draus fabrizieren an die Kollegen. Trotzdem, man muss es bekannter machen, dass es die Zeit bis zur Diagnose kürzer wird. Auch die wiederkehrenden Bauchbeschwerden sind nicht einfach zu interpretieren. Die Ärzte in der Notaufnahme, die haben häufig mit schweren Bauchbeschwerden zu tun. Und da gibt es neben der Blinddarmentzündung noch andere 99 mögliche Ursachen für solche wiederkehrenden Bauchbeschwerden. Und eine der seltenen davon ist eben das HAE. Also die Diagnose ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur dran denken. Bei der Patientin, die ich vorgestellt habe, ist dieses Drandenken von der Patientin selbst angestoßen worden. Das passiert immer öfter, dass mit Google und durch die Hilfe der Patientenorganisation Patienten als Erste auf die Idee kommen, dass es das sein könnte. Denn wenn es diagnostiziert worden ist, dann kann man spezifisch therapieren und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Dankeschön. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag auch. Ich kann das bestätigen. Ich hatte jüngst eine Dame am Telefon, die war auch in hoch in den 50ern. Der hat man den Blinddarm entnommen, die hat man am Darm operiert, die hat man am Magen operiert. Die hat 30 Jahre Leidensweg hinter sich, bevor man dann entdeckt hat, dass es ein HAE ist. Deswegen ist die Aufklärung so wichtig und ich bin also den Ärzten wie Ihnen und den Ärztinnen und auch eben der Industrie, wie zum Beispiel unserem Sponsor Takeda, dankbar, die ja Patientenzeiten haben. Also Sie finden hier zum Beispiel im Chat lebenmithae.de. Das können Sie dann sich wirklich sehr gut ansehen und dann vielleicht auch selbst erkennen, ob es eine gewisse Symptomatik sei. Und ich kann Sie nur ermutigen, wenn Sie solche Probleme haben, das einfach mal aktiv bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt anzusprechen. Der Professor Magath hat es gesagt, HE ist oftmals, das merken wir auch immer wieder im Ärztebereich, nicht unbedingt der erste Diagnoseverdacht. Und damit kommen wir zu den Fragen. Ist es möglich, dass die Beschwerden erst bei im 46-jährigen Alter entstehen, also bei einer Dame von 46? Ja. Ist theoretisch möglich. Es gibt so an die 5 bis 10% der Patienten, andersrum gesagt. 90% der Patienten haben ihre Beschwerden, wenn sie das 21. Lebensjahr erreicht haben. Bis dahin, im 21. Lebensjahr sind die allermeisten Patienten bereits, sind die ersten Schwellungen aufgetreten. Es gibt Patienten, etwa diese 10%, bei denen das etwas später passiert. Manchmal selten gibt es Patienten, die ihr Lebtag nie Beschwerden haben. Manchmal tritt das im mittleren Alter auf, wenn noch eine Blutdruckmedikation dazukommt, die da in diesem biochemischen Prozess auch mit eine Rolle spielt, dann kann das durchbrechen. Es ist also möglich, ja, es ist aber untypisch. Wenn also sowas mit 46 Jahren auftritt, dann muss man auch sich Gedanken machen, ob es ein erworbener C1-Inhibitormangel ist. Das ist aber eine schwierige Diagnose, dann da müsste man wirklich ein Spezialzentrum für HAE aufsuchen, um das auseinanderzuhalten und richtig zu behandeln, weil das hat dann nochmal ganz andere Konsequenzen. Dann die nächste Frage, was kann bei Nebenwirkungen von Orladeyo getan werden? Ja, in der Regel Orladeyo ist also vielleicht für die anderen, Orladeyo ist das die Tablette, die als Prophylaxe bei hereditärem Angioödem eingenommen wird. Das ist eine Tablette, die einmal täglich verabreicht wird und die den zentralen
Baustein dieser biochemischen Kaskade hemmt und also im Prinzip das tut, was der C1-Inhibitor eigentlich machen sollte, wenn er da wäre. Dieses Medikament wirkt sehr gut, ist auch in den meisten Fällen sehr gut verträglich, aber es gibt eine Nebenwirkung, die bei einigen Patienten auftritt, lange nicht bei allen, und das sind gastrointestinale Beschwerden, also so Magenverstimmung im Großen und Ganzen. Um das zu mildern, wird empfohlen, die Tablette zu einer größeren Mahlzeit mit einzunehmen. Und da die Beschwerden vor allem zu Beginn der Therapie am ehesten auftreten können, lange nicht bei allen Patienten, aber bei ein paar tritt das zu Beginn auf und mildert sich dann ab, machen wir in Berlin, dass wir das langsam einschleichen, das Medikament. Dass wir also bloß eine Tablette jeden dritten Tag geben. Und wenn der Magen sich beruhigt hat, dann jeden zweiten Tag und dann sind wir bei der gewünschten täglichen Dosierung. Das ist also eine Möglichkeit, das ein bisschen sanft einzuschleichen und das abzumildern. Aber wie gesagt, nur ein Teil der Patienten hat da Probleme mit. Dann schließt das Ansprechen auf Cortison und Antihistaminika eine HAE tatsächlich grundsätzlich aus oder gibt es Ausnahmen? Ich habe tatsächlich eine kleine Handvoll Patienten, die sowohl Schwellungen durch HAE als auch Schwellungen durch Urtikaria haben. Die haben also das Pech, zwei Schwellungserkrankungen gleichzeitig zu haben. Und bei den Patienten, da habe auch ich länger für die Diagnose gebraucht, um das rauszufinden, weil das ist sehr ungewöhnlich und damit rechnet man nicht. Und das verwirrt ein wenig. Grundsätzlich kann man sagen, Patienten mit hereditärem Angioödem oder die Schwellungen eines hereditären Angioödems sprechen sicher nicht auf Cortison und Antihistaminika an, sodass die Patienten tatsächlich das so berichten würden. Wenn das passiert, muss man sich eine andere Diagnose überlegen, entweder allein oder in Kombination mit dem HAE, wobei immer berücksichtigt werden muss, dass das Ansprechen auf eine Medikation im Akutfall sehr, sehr schwer zu beurteilen ist. Ja, jede Schwellung hört auch von selber wieder auf. Die bildet sich von alleine wieder zurück, früher oder später. Das Ansprechen auf Medikation ist sehr, sehr befrachtet mit Erwartungen von Seiten des Arztes, von Seiten des Patienten. Und da ist ein sehr großer Placebo-Effekt dabei. Das muss man also immer ein bisschen distanziert sehen. Gut, wir haben noch eine Reihe von Fragen. Vielleicht ein bisschen kurze Antworten. Wie reagiert ein Patient mit HE auf Biologika? Eine der Therapien, die ich vorgestellt habe, dieses Lanadelumab, ist ein Biologikum, das eben speziell für HAE entwickelt worden ist und weitere sind in Entwicklung. Und da ist das Ansprechen sehr gut, nach allem, was man bis jetzt weiß und gesehen hat in den letzten Jahren. Andere Biologika beeinflussen das HAE nicht, also Biologika für zum Beispiel Asthma oder Schuppenflechte oder andere Erkrankungen, die sind so spezifisch, dass sie da nicht interagieren. Und nächste Frage, geht diese Erkrankung eigentlich immer mit Bauchbeschwerden einher? Es gibt eine Studie, bei der die Patienten befragt wurden und da gaben 97% der Patienten an, dass sie bereits diese Bauchbeschwerden hatten. Und die anderen drei hatten es wahrscheinlich noch nicht und werden es bekommen. Also in unseren Breiten ist es ein ganz typisches Feature dieser Erkrankung. Dann nächste Frage, kann die Diagnostik auch beim Gastroenterologen durchgeführt werden? Grundsätzlich ja, wenn der Gastroenterologe Blut abnehmen kann und weiß, was er abnehmen muss und was er bestimmen lassen muss, kann das sicher auch der Gastroenterologe, wobei in Deutschland Gastroenterologen nur relativ selten sich speziell mit dieser Erkrankung beschäftigen. Die meisten sind Hautärzte, Allergologen, HNO-Ärzte, Internisten oder Kinderärzte. Dann, was könnte eine monatlich immer wiederkehrende Zungenschwellung sein? Ist das zwangsläufig HAE? Nein. Die Schwellungen beim HAE treten typischerweise verteilt über den Körper auf. Mal hier, mal dort, einseitig ganz oft. Die
Die Schwellung der Zunge ist beim HAE eher ein seltenes Ereignis. Das kommt vor, ist aber nicht typisch für HAE oder für die häufigsten Formen des HAE jedenfalls nicht. Einmal im Monat, wenn das ja nach Zeitplan erfolgt, muss man sich natürlich überlegen, ob es was mit dem Zyklus zu tun haben könnte. Wenn das aber unregelmäßig über den Zyklus erfolgt, am ehesten eine Urtikaria. Die Patienten gibt es, so eine kleine Gruppe, da treten diese Schwellungen der Zunge oft halbseitig beginnend in den frühen Morgenstunden auf. Gut, letzte Frage. Lässt sich die Häufigkeit der HAE-bedingten Anfälle durch eine spezielle Diät reduzieren? Nein, vermutlich nicht. Es gibt zwar Berichte von Patienten, die glaubwürdig sind, dass das HAE bei ihnen durch bestimmte Nahrungsmittel getriggert werden kann. Und ich habe wenige Beispiele von Patienten, einer, der zum Beispiel auf Erdnüsse reagiert hat und sagte, das HAE wird durch Erdnuss ausgelöst, und eine andere Patientin, die mit einer Atkins-Diät eine Verbesserung erreicht hat. Aber es gibt keine grundsätzliche Empfehlung. Das ist zu wenig Information, die man da hat. Und die anderen Patienten, 95% sagen, nein, das hat überhaupt nichts mit Nahrungsmitteln zu tun. Also keine Empfehlung für Diät. Gut, vielen Dank. Lieber Professor Marker, nochmal an die Zuhörer einen Hinweis. Wir werden am 26. Oktober nochmal ein spezielles Webinar machen zu Urtikaria, Angioödem und HAE. 26. Oktober vormerken. Vielen Dank, Professor Marger. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende. Herzlichen Dank. Herr Klimek, die nächste Folie vielleicht. Denn jetzt kommt, genau, wieder ein Live-Interview. Meine Frau erneut im Gespräch mit Frau Dr. Medved Kerstin Wildermuth. Frau Dr. Wildermuth ist Tierdermatologin in Wiesbaden mit eigener Praxis. Und ja, wir alle lieben unsere Hunde, wir lieben unsere Katzen, aber sie sind auch manchmal krank. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben einen sehr kampferprobten Kater, mit dem wir viele Termine beim Tierarzt auch haben, wenn er dann nicht erfolgreich war. Und ja, aber es gibt auch Allergien bei Hunden, Katze. Und in dem Zusammenhang würden wir dann ganz gerne hören, was kann das denn alles sein? Sabine, Frau Dr. Wildermuth, ich schalte mich weg. Ja, hallo Frau Dr. Wildermuth, schön, dass Sie da sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Ja, sehr gut. Die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie häufig kommt es denn bei Hunden und Katzen überhaupt zu Allergien, beziehungsweise gibt es einen Unterschied zwischen den beiden? Ja, es ist ungefähr ähnlich. Also wir sprechen da ja immer von einer sogenannten Prävalenz. Das bedeutet, wenn man sich die gesamte Hundepopulation anschaut, wie viele von denen leiden ungefähr an Allergien. Und was so die Forschung zeigt, ist, dass so bei Hunden zwischen 10 und 15%, kann man sagen, aller Hunde, und bei Katzen ungefähr 10 bis 12%. Und welche Symptome sind das, die dann, fangen wir vielleicht mal an, bei Hunden typischerweise auftreten? Also bei Hunden, das sind sicherlich die, die wir auch als Dermatologen am häufigsten sehen, die als, sagen wir mal, Hauptmerkmal einen Juckreiz haben. Es kommt dann so ein bisschen auch darauf an, wo der Juckreiz ist. Der kann den ganzen Körper betreffen, aber es gibt auch bei Rassen manchmal Unterschiede, typische Stellen wie zum Beispiel die Pfoten oder die Lefzen, das Gesicht, die Ohren, aber auch so der Bauchbereich und der Achselbereich. Die Hunde können ganz oft auch noch andere Symptome dazu haben. Beispielsweise sind es Rötungen, die an all diesen Stellen auftreten könnten. Noch dazu kommen bei einigen Hunden auch sekundäre Infektionen mit zum Beispiel Bakterien, die eigentlich auf der Haut wohnen und normalerweise keine Chance haben, sich zu vermehren. Wenn aber da eine Entzündung besteht, dann können sich diese Bakterien, das sind meistens Staphylokokken, auch vermehren. Und das führt dann zum Beispiel zu Pickeln und Krusten, manchmal auch so kreisrunde Schuppengrenze, wo oft auch manchmal an einen Pilz gedacht wird, der gar keiner ist.
Das sind alles so Anzeichen. Und auch ganz viele Hunde zeigen zum Beispiel nur eine wiederkehrende Ohrenentzündung und haben von all den anderen Symptomen, die ich eben genannt habe, überhaupt noch nichts gehabt bisher. Diese bakterielle Entzündung oder Bucherung, die Sie ansprachen, ist das so ähnlich zu verstehen wie bei Neurodermitis bei Menschen, bei dem ja auch Bakterien eine Rolle spielen? Ja. Genau, also die häufigste Allergie beim Hund, die nennen wir die canine atopische Dermatitis, was letzten Endes das Pendant zur atopischen Dermatitis, also der Neurodermitis beim Menschen ist. Und ähnlich wie bei Menschen hat man auch bei Hunden festgestellt, dass die Hautbarriere nicht so richtig funktionstüchtig ist. Teilweise haben die betroffenen Hunde auch schon von Natur aus, ohne dass sie Probleme haben, eine höhere Anzahl an Staphylokokken auf der Haut. Und wenn dann so ein Allergieschub kommt, dann und die Hautbarriere dadurch auch noch mal weiter in Mitleidenschaft gezogen ist, dann haben diese Bakterien eine Chance, sich zu vermehren und machen dann eben diese Läsionen beziehungsweise auch oft den Juckreiz noch stärker. Gibt es denn Hunderassen, die besonders gefährdet sind, Allergien zu entwickeln? Ja, also leider gibt es da einige. Man muss aber generell sagen, dass es jeden Hund treffen kann, so wie es jeden Menschen treffen kann. Aber die Hunderassen, die sicherlich mit am häufigsten vertreten sind, das sind die Bulldoggen. Also dazu gehören insbesondere französische Bulldoggen, englische Bulldoggen, aber auch Terrier wie der West Highland White Terrier, Jack Russell Terrier. Die Retriever sind leider auch relativ häufig betroffen. Boxer. Also es gibt inzwischen auch Studien, die gezeigt haben, dass sogar jede Rasse so ihre eigenen Prädilektionsstellen hat. Der eine hat mehr mit den Ohren Probleme, der andere mehr mit den Pfoten etc. Ja. Aber mit der Haarlänge hat es nichts zu tun, weil da so viele Kurzhaarrassen dabei waren. Nein, nein, also es hat weder was mit der Haarlänge zu tun, noch hat es was mit der Fellfarbe zu tun. Das hören wir immer oft von Patientenbesitzern, die mit weißen Hunden kommen, die Probleme haben und denken, ach, ich bin selber schuld, dass ich mir einen weißen Hund angeschafft habe. Also das ist ein Mythos. Es haben nicht die hellen Hunderassen oder Hunde mehr Probleme als die dunklen. Bei den Hunden, die vielleicht nicht so viel Juckreiz haben und mehr sichtbare Rötungen, Läsionen, da sieht man es vielleicht bei den Hellen schneller. Das ist vielleicht ein Grund, woher es kommt, aber es ist nicht so, dass die mehr Probleme haben. Vielleicht noch eine kurze Rückfrage zu den Allergieursachen, weil Sie haben jetzt gesagt, wo das auftreten kann, die Symptomatik. Welche Allergien sind das denn dann? Also es gibt die häufigste Allergie beim Hund, das ist die, wir sagen also bei der caninen atopischen Dermatitis, die durch Umweltallergene ausgelöst ist, also ähnlich wie bei uns der Heuschnupfen, der sich halt bei den Hunden wirklich zu über 90% über die Haut bemerkbar macht. Das sind Pollen, Hausstaub, Milben, Schimmelpilzsporen, die Sachen. Es gibt Hunde, die haben Futterunverträglichkeiten, die genau dieselben Symptome machen können und sich von einer Umweltallergie gar nicht unterscheiden lassen erstmal. Vor allem, wenn die Symptomatik das ganze Jahr über besteht. Und die dritte mit häufigster Allergie wäre eine Flohspeichelallergie. Wird noch nicht so viel, also das ist, kommt bei vielen noch nicht so an, würde ich mal sagen, weil man oft davon ausgeht, man muss ja auch einen Floh sehen. Und wenn mein Hund keine Flöhe hat, hat er auch keine Flohallergie. Dem ist leider nicht so. Wir unterscheiden immer die Hunde, die wirklich einen Flohbefall haben, auf dem wir den Floh sehen. Bei einer Flohallergie ist es so, dass der Hund dem Floh vielleicht mal begegnet ist, ohne dass wir das mitbekommen und eine allergische Reaktion provoziert wurde. Und das ist vielleicht eher vergleichbar mit einem Mückenstich, weil wir die Mücke nie gesehen haben. Kann aber zu tatsächlich länger anhaltenden Symptomen führen. Insbesondere die hintere Körperhälfte ist dann betroffen, so der Schwanzansatz und so. Das, was so Ohren und Achselbereich, Pfoten und so angeht, das sind Dinge, die wir bei einer Futterunverträglichkeit und einer Umgebungsallergie auf Pollen, Hausstaub und sowas sehen. Andere Allergien, wie jetzt zum Beispiel eine Kontaktallergie auf sowas wie den Futternapf oder sowas, das ist extremst selten. Das sehen wir fast gar nicht.
Es gibt natürlich auch mal Allergien auf Medikamente, wie zum Beispiel bestimmte Antibiotika oder so, die sich auch beim Hund durch so ein Angioödem, also einfach eine Anschwellung des Kopfes oder vermehrter Juckreiz oder Schwellungen an der Injektionsstelle nach Impfungen beispielsweise mal bemerkbar machen kann. Auch das ist eher selten. Das, was wir jetzt in unserer spezialisierten Praxis am häufigsten sehen, sind diese wirklich chronischen Allergien wie die Umweltallergie und Futterunverträglichkeit. Kommen wir mal zu den Katzen. Woran erkennt man denn bei Katzen oder was sind typische Symptome von Allergien bei Katzen? Ja, Katzen können ähnliche Symptome haben wie der Hund. Das heißt, auch bei einer Flohspeichelallergie ist oft die hintere Bereich, die hintere Körperhälfte betroffen. Also gerade bei Freigängern eben. Katzen sind vor allen Dingen auch der Meister darin, alles an Ungeziefer von der Haut wegzuschlecken. Das heißt, es ist noch schwieriger, einen Floh zu finden. Aber was jetzt Futterallergie und Pollen und sowas angeht, da ist das Spektrum bei Katzen etwas weit gefächerter. Also die haben manchmal einfach nur den Juckreiz, sodass Katzen zum Beispiel einen kahlen Bauch entwickeln, weil sie durch die borstige Zunge und das Lecken die Haare abbrechen am Bauch. Das heißt, die sind ganz nackig. Manchmal ist es den Besitzern gar nicht bewusst, dass die Katzen sich vermehrt schlecken, denn eine Katze putzt sich ja auch. Und manche Katzen machen das auch heimlich. Das heißt, es ist schwer zu beurteilen, sind diese Haare jetzt abgebrochen durchs Lecken oder sind die von alleine ausgefallen. Das kann man aber beim Tierarzt untersuchen lassen. Der kann die Haare unter dem Mikroskop anschauen. Und wenn die wie abgeschnitten aussehen unter dem Mikroskop, dann weiß man, dass da die Katze dran ist. Andere Symptome, die die Katzen zeigen, sind zum Beispiel auch ein massiver Juckreiz. Der kann den ganzen Körper betreffen, also oder beziehungsweise das Lecken ist auch Juckreiz, aber Juckreiz in Form von der sich übers Kratzen äußert. Das kann den Nacken betreffen, das kann das Gesicht betreffen. Ab und an haben Katzen auch mal eine Ohrenentzündung, das ist aber nicht so häufig wie beim Hund, wenn sie Allergien haben. Das, was bei Katzen nochmal etwas spezieller ist, die haben sogenannte Reaktionsmuster. Das eine nennt sich miliare Dermatitis. Das ist jetzt keine eigenständige Erkrankung. Das beschreibt nur ein Symptom. Das sind zum Beispiel ganz viele kleine Krüstchen, die über dem Körper verteilt sein kann. Dann gibt es den sogenannten eosinophilen Granulomkomplex. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal als Diagnose erhalten bei seinem Tierarzt. Auch das ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom. Und das äußert sich durch so richtige rötliche, nässende Placken, oft am Innenschenkelbereich und am Bauch. Und dann gibt es auch noch einen sogenannten indolenten Ulkus, nennen wir das. Das ist eine Entzündung an der Oberlippe, die dazu führt, dass im Prinzip das so aussieht, als würde ein Stück der Lippe vorne direkt unter der Nase fehlen. Und auch das ist, man weiß nicht, warum das die Katzen bekommen, aber das ist in den allermeisten Fällen allergiebedingt. Und kann man das ähnlich wie beim Hund so ein bisschen zuordnen, wo die Symptome auftreten, welche Ursache das ist? Ist schwieriger. Es ist deutlich schwieriger. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass die Katzen, bei denen sich die Läsionen und der Juckreiz insbesondere auf den Kopfbereich und den Halsbereich konzentrieren, dass man da vor allen Dingen an eine Futterunverträglichkeit denken muss. Aber das reicht nicht, um die Diagnose Futterunverträglichkeit zu stellen. Man weiß einfach nur, dass das ein bisschen vermehrt bei den Katzen vorkommt, aber trotzdem sind noch alle anderen, also sowas wie eine Flohallergie und auch sowas wie die Umweltallergie immer noch möglich bei diesen Katzen. Gibt es denn auch hier Rassen, bei denen Allergien häufiger vorkommen? Bei den Katzen ist es ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Das liegt hauptsächlich daran, weil wir natürlich nicht so viele Rassen haben und auch nicht in so großer Häufigkeit vertreten haben, wie es beim Hund der Fall ist. Es gibt und eigentlich die meisten Katzen, die europäisch Kurzhaarkatze ist,
in den häufigsten Fällen. Aber es gibt so ein paar Studien, die scheinbar darauf hindeuten, dass zum Beispiel Rassekatzen wie die Abyssinier da vielleicht mehr vertreten sind und Siamkatzen. Das ist das, was man in so retrospektiven Studien festgestellt hat. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo solche Studien durchgeführt werden, was da gerade, welche Rassen in Mode sind, etc. Was mein Mann und ich in unserer Praxis als Eindruck gewinnen können, dass wir eventuell mehr britisch Kurzhaarkatzen sehen, die unter Allergien leiden. Aber das ist natürlich nur ein persönlicher Eindruck. Jetzt ist es ja nicht immer ganz klar von Anfang an, dass es eine Allergie ist. Also man hat den Eindruck, es wird nicht immer so schnell erkannt. Ist der Eindruck richtig? Und wenn ja, woran liegt das? Ja, also da sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also zum einen liegt es daran, dass es andere Erkrankungen gibt, die so eine Allergie imitieren können, insbesondere beim Hund. Also da gibt es zum Beispiel die Sarkoptes-Räude, das ist die Fuchsräude, die manchmal wirklich auch ähnliche Symptome wie eine Allergie machen kann. Es gibt auch bei der Katze eine Milbenart, die sowas imitieren kann. Tatsächlich eine Flohallergie ist was immer ausgeschlossen werden muss. Hinzu kommt, dass so eine Allergieaufarbeitung oft sehr lange braucht, bis man sicher sagen kann, es ist jetzt eine Umweltallergie oder eine Futterunverträglichkeit, weil es nicht den perfekten Bluttest beispielsweise gibt. Und da kann es schon mal sein, dass Besitzer auch die Geduld verlieren bei ihrem Haustierarzt und vielleicht dann den Tierarzt wechseln und wieder von vorne anfangen etc., obwohl vielleicht der erste Tierarzt da schon hingekommen wäre. Es ist auch so, dass die Haustierärzte natürlich sehr viele Tierarten und auch darüber hinaus sehr viele Erkrankungen abdecken müssen. Und der allgemeine Haustierarzt Timeslots von vielleicht einer Viertelstunde hat, um Besitzer aufzuklären, wie so eine Aufarbeitung abläuft, sodass da oft nicht so viel Zeit vorhanden ist. Und auch haben viele Tierärzte, wie in der Humanmedizin auch, vielleicht Schwerpunkte. Ein Tierarzt, der sich vielleicht eher mit Chirurgie beschäftigt, na, der beschäftigt sich nicht so viel mit Dermatologie, sodass dann eben diese Patienten eher auch dann bei einem Spezialisten landen, der einfach die Zeit hat, Patientenbesitzer ausführlich zu beraten und an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, das machen wir jetzt Schritt für Schritt, bis wir zum Ziel kommen. Was wären denn so die Tests, die man bei Allergieverdacht durchführen müsste? Jetzt zum Beispiel beim Haustierarzt, beziehungsweise was wäre der nächste Schritt, wenn man sagt, man muss irgendwie eine weitere Diagnostik suchen? Ja, also wenn sich beispielsweise, also am besten erkläre ich das immer an einem Patientenbeispiel, wenn jetzt ein Hund vorgestellt wird, der einen Juckreiz hat, der vielleicht auch schon 2, 3 Monate geht, und der vorher auch noch nie Probleme hatte, ist es nicht so, dass man dann einfach mal einen Allergietest machen kann und sagen kann, das ist es oder das ist es nicht, weil eben andere Sachen auch noch in Frage kommen. Der erste Schritt ist immer auszuschließen, dass andere auslösende Erkrankungen wie beispielsweise Parasiten eine Rolle spielen oder nicht. Das heißt, wenn dieser Patient bisher noch keine Therapie gegen Parasiten, insbesondere Milben, erhalten hat, dann sollte das geschehen. Wir nennen das eine diagnostische Therapie. Leider gibt es da auch keinen sicheren Bluttest, den man machen kann und auch kein Hautgeschabsel, in dem man Milben sicher finden kann. Man weiß es nur, ob es daran liegt oder nicht, indem man behandelt. Und wenn sich dann der Zustand nicht bessert, dann ist so ein Parasitenbefall ausgeschlossen. Dann kann man schon sagen, dass es sich um ein allergisches Problem handeln muss. Da kommt dann nichts anderes mehr in Frage. Allerdings muss man dann anhand der Anamnese herausfinden, ist das was, jetzt in dem Fall besteht die Symptomatik erst seit 3 Monaten, aber wenn es zum Beispiel schon länger bestanden hat, über ein Jahr oder so, dann versucht man herauszufinden, ist es eher saisonal, was auf eine Umweltallergie hindeutet, oder ist es was, was das ganze Jahr über besteht, dann kann es auch
trotzdem noch eine Futterunverträglichkeit sein. Und zu diesem Zweck ist immer noch der Goldstandard die Durchführung einer sogenannten Eliminations- oder Ausschlussdiät. Es gibt zwar Tests, die auch von tiermedizinischen Laboren angeboten werden, bei denen IgE und IgG auf diverse Proteine von Fleischsorten, Kohlenhydraten etc. gemessen werden. Die sind aber leider immer noch nicht aussagekräftig genug. Das heißt, das, was dabei rauskommt, haben die neuesten Studien gezeigt, das stimmt nur zu 50% ungefähr. Ja, ist leider, also ich sage mal, kann man auch eine Münze werfen, ne? Es wird da mehr geforscht. Wir hoffen, dass es da vielleicht irgendwann was gibt, was uns besser helfen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider immer nur noch diese Ausschlussdiät. Und da muss man sich ganz individuell von seinem Tierarzt oder Dermatologen beraten lassen, was für den jeweiligen Patienten die beste Diät ist. In der Theorie wäre die beste Diät 8 Wochen lang nichts füttern. Das geht natürlich nicht. Das heißt, man müsste was füttern, was für den Hund komplett neu ist, oder eine spezielle hypoallergene Diät. Und das weiß dann der jeweilige Tierarzt, was da geeignet ist. Und erst dann, wenn sich auch damit der Zustand nicht bessert, dann redet man eher über Allergietests. Und bei einer Besserung, dann ist der aussagekräftigste Test, dass man dann nochmal eine Futterprovokation macht und sich dann dadurch wieder der Zustand verschlechtert, dann hat man die Bestätigung einer Futterallergie. Wenn sich durch die Eliminationsdiät nichts bessert, dann weiß man, es müssen Umgebungsallergene sein. Dafür brauche ich dann gar keinen Allergietest, weil jetzt kommt an diesem Punkt gar nichts anderes mehr in Frage. Trotzdem führen wir Allergietests durch mit dem Hauptziel, dass wir dann bei diesen Hunden eine Hyposensibilisierung durchführen können. Denn dafür müssen wir wissen, was muss in diese Hyposensibilisierungslösung hinein, damit es hergestellt werden kann und wir mit der Therapie beginnen können. Ja. Gibt es das auch für Katzen? Ja. Dann wäre vielleicht die letzte Frage, weil Sie hatten ja erwähnt, die Herrchen und Frauchen verlieren manchmal die Geduld dann und wechseln den Tierarzt. Also was ist denn der Kipppunkt? Also wann sollte man denn sagen, jetzt ist es austherapiert an dieser Stelle, jetzt muss ich mich anderweitig umsehen? Also das ist so ein bisschen individuell unterschiedlich und es ist auch vom Haustierarzt sicherlich unterschiedlich. Es gibt Haustierärzte, die sagen, die machen sehr gerne Dermatologie, kennen sich da super aus und die brauchen zum Beispiel jemanden wie mich überhaupt gar nicht. Es gibt aber Fälle, die, sagen wir mal, etwas komplizierter sind, die vielleicht eine Kombination aus verschiedenen Allergieformen haben, die auch was Medikament, die vielleicht sehr viele verschiedene Medikamente brauchen, damit es sich überhaupt, damit sich die Sache gut im Griff halten lässt. Das sind schon Fälle, die eher zu einem Spezialisten gehen sollen. Und auch was Allergietests und Allergietestbeurteilung angeht und anschließende Hyposensibilisierung, da haben natürlich Spezialisten einfach mehr Erfahrung und wissen, an welcher Schraube man drehen muss, wenn irgendwas zu verändern ist. Da gibt es auch tatsächlich eine Studie, die gezeigt haben, dass da die Erfolgschancen größer sind, wenn man das durch einen Spezialisten durchführen lässt. Ja, dann vielen Dank. Dann bin ich mit meinen Fragen am Ende. Aber es gibt auch welche aus dem Publikum. Und zwar ist IBD, ich nehme mal an, das ist Irritable Bowel Disease, auch eine allergische Erkrankung? Ja, das fällt nicht unter meinen Fachbereich. Also das ist was für die Internisten. Da muss ich auch leider sagen, dass ich da nicht die kompetenteste Person für bin. Es gibt aber Hunde, die Symptome einer IBD haben, die sich durch solche Ausschlussdiäten bessern. Es gibt aber viele verschiedene Faktoren, die da noch eine Rolle spielen, sodass man das sicherlich pauschal nicht so sagen kann, dass es nur an der IBD liegt. An einer Allergie liegt. Also soweit ich richtig weiß, mögen die Internisten diesen Begriff IBD auch nicht mehr so gerne, weil man es nicht so pauschalisieren kann. Ja. Dann kam aus der gleichen Richtung noch eine Nachfrage, ob man Hunden auch Antihistaminika geben kann. Ich nehme an, das bezieht sich auf die Annahme, es sei eine allergische Erkrankung. Und wenn ja, in welcher Dosierung? Und ich würde dann anschließen, menschliche Antihistaminika bei Hunden, geht das? Ja. Also,
Da darf ich Dosierungen etc., muss ich mich leider etwas zurückhalten, weil ich das aus rechtlichen Gründen nicht empfehlen darf. Das tut mir sehr leid. Aber da sind die Tierarzneimittelgesetze etwas strenger geworden. Tatsächlich ist es aber so, was ich Ihnen sagen kann über Studien etc. Es gibt Antihistaminika, die getestet wurden bei Hunden. Das sind so Sachen wie Loratadin, Cetirizin und so weiter. Auch Cetirizin bei Katzen habe ich selbst eine Studie durchgeführt vor vielen Jahren. Man kann sagen, dass diese Antihistaminika sehr gut verträglich sind und dass diese Antihistaminika wirklich natürlich auch einfach in der Apotheke zu bekommen sind. Der Nachteil ist leider, dass die Wirksamkeit dieser Antihistaminika nicht so erfolgreich ist wie bei uns Menschen. Also im Schnitt kann man sagen, die Chance besteht vielleicht zu 30, 40%, wenn es hochkommt, dass das was bringt. Und man muss wissen, dass die Hunde dann oft und Katzen eine höhere Dosierung brauchen als wir Menschen. Der Grund ist, dass diese Wirkstoffe so schnell verstoffwechseln. Das heißt, da kommt nicht so viel an am Ende. Es wird sehr viel ausgeschieden. Ja. Aber es ist etwas, was man ausprobieren könnte. Da sollte man dann seinen Tierarzt einfach direkt mal drauf ansprechen. Heißt das denn im Umkehrschluss, es gibt keine speziellen Antihistaminika für Tiere oder? Also aus der speziellen Gruppe für Antihistaminika, da gibt es tatsächlich noch ein Kombinationspräparat aus Frankreich, was mal mehr, mal weniger lieferbar ist. Es gibt aber einiges an anderen Medikamenten, die nicht in die Klasse der Antihistaminika gehören, sondern die andere Wirkungsweisen haben. Also natürlich Cortison kennt jeder, ne? Das ist auch bei Hunden wirksam, ist jetzt nicht das, was man auf Dauer macht, aber es gibt sogenannten Januskinase-Inhibitor, der die Signalübertragung von einem bestimmten Molekül, das ist das Interleukin-31, hemmt, was für diesen Juckreiz zuständig ist, was sehr häufig eingesetzt ist. Der Wirkstoff heißt Oclacitinib. Das ist das Medikament Apokil, haben vielleicht schon mal welche gehört. Es gibt tatsächlich auch ein Biologikum für Hunde, aber nur, welches diesen Botenstoff, dieses Interleukin-31 hemmen kann, was sehr vielversprechend ist. Das gibt es leider nicht für die Katze und auch das Apokil ist für die Katze nicht zugelassen. Und es gibt, was es in der Humanmedizin auch gibt, das Cyclosporin als Wirkstoff, was für eine langfristige Therapie auch zugelassen ist, sowohl für Hund und Katze, was tatsächlich von Hund und Katze auf Dauer auch besser vertragen wird als bei Menschen manchmal. Wir relativ häufig auch einsetzen. Aber das braucht eine Zeit, bis es wirkt. Also das ist kein nichts für einen akuten Fall, sondern eher wirklich für chronische Patienten. Ja. Bei jungen Tieren, die an einer Umgebungsallergie leiden, ist tatsächlich die Hyposensibilisierung das, was wir langfristig anstreben. Parallel zu einer symptomatischen Therapie, damit die natürlich nicht leiden müssen, während man da auf einen Erfolg wartet. Dann habe ich hier einen Begriff, Leberwurstekzem. Können Sie damit was anfangen? Leberwurstekzem. Ja. Nee, habe ich bisher noch nicht gehört. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, ob einer eine Futterunverträglichkeit hat, die dann durch Leberwurst ausgelöst wurde. Sowas wäre denkbar, aber als medizinischen Begriff ist es mir nicht bekannt. Okay, dann ein Fall. Der Kater erbricht immer wieder klare Flüssigkeit und halb verdaute Nahrung. Tierarzt konnte trotz verschiedener Diagnostik keine Erklärung finden. Nahrungsmittelunverträglichkeit? Also sowas gibt es sicherlich bei den Katzen, dass Nahrungsmittelunverträglichkeiten Magen-Darm-Symptome machen, sei es Durchfall, Erbrechen etc. Es ist aber so, dass natürlich Erbrechen ein Symptom ist, was ganz, ganz viele verschiedene Ursachen hat. Also gerade bei einer chronischen bei einer chronischen Symptomatik, das wäre, und man bisher der Sache nicht auf die Spur kommen konnte, wäre sowas tatsächlich auch für einen Fall für einen spezialisierten Internisten.
Dann die Erklärung für das Leberwurstekzem ist ein gewürztes Leckerle, ob das eine Allergie auslösen kann. Ah, okay. Also die Leckerlis können schon auch Bestandteil von allergischen Reaktionen sein. Man muss vielleicht dazu wissen, dass die Nahrungsinhaltsstoffe, die bei Hunden und Katzen am häufigsten Probleme machen, das sind oft tierische Proteine. Also dazu gehören am häufigsten Rindfleisch, Geflügel, beim Hund noch Lamm, bei der Katze Fisch, aber auch Milchprodukte, solche Sachen. Es sind weniger irgendwelche Zusatzstoffe, Gewürze etc., sondern es sind eben wirklich so das tierische Protein. Und da spielt es keine Rolle, ob das jetzt im normalen Tierfutter drin ist, ob das frisch selbst vom Biohof gekocht, geholt und gekocht wurde oder ob es in irgendeinem Leckerli versteckt ist. Das wird hier nochmal erklärt, die Leberwurst, Leberwurst selbst anscheinend auch. Also das ist jemandem aufgefallen, der häufig Besitzer sieht, die Hautallergien im Zusammenhang mit solchen Leckerchen eben feststellen. Ja, also das könnte schon sein, ne? Also dass dann, wenn es einen, zwei Patienten betrifft, dass die dann auf gewisse Inhaltsstoffe da Probleme haben, je nachdem, worauf sie allergisch sind. Also wenn Rind in der Leberwurst enthalten ist und die Patienten eine Allergie auf Rindfleisch haben, dann würden die eben auch auf die Leberwurst reagieren. Dann ist es aber nicht das Leckere, sondern das Protein, wo Das immer. ist das Protein in der Leberwurst, genau. Okay. So, ich sehe keine Fragen mehr. Dann darf ich mich bedanken bei Ihren geduldigen Antworten von uns allen. Danke Ihnen. Und wünsche Ihnen noch ein ganz schönes sonniges Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Vielen Dank auch, Frau Wildermuth. Ja, dann darf ich mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlich auch bedanken. Noch einige Hinweise. Bitte, wenn Sie rausgehen, kommt ein Fragebogen. Bitte füllen Sie diesen Feedback-Fragebogen aus. Er hilft uns, immer besser in Ihrem Sinne zu werden. Sie können auch den Newsletter, den Link bei den Downloads, den finden Sie wieder im Chat. Den Link können Sie den Newsletter anfordern und wir freuen uns auf eine Bewerbung bei Google Review. Und dann noch die nächste Folie, bitte, Herr Glimmack. Ja, freuen Sie sich auf den DigiPad Spezial. Was hilft bei Pollenallergie Asthma vermeiden? Der ist am Samstag, den 13. April 2024 von 9 bis 10 Uhr. Auch diesen Anmelde-Link finden Sie im Chat. Und damit sind wir durch. Ganz herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal an Sie, an die Teilnehmer. Vielen herzlichen Dank an unsere Referentinnen und Referenten. Einen ganz besonderen Dank an unsere Sponsoren Allergopharma, Sanofi und Takeda. Ich weise nochmal darauf hin, dass Sie im Chat Patientenseiten finden dieser Unternehmen. Sie finden Broschüren dieser Unternehmen für Patienten. Sie finden Flyer dieser Unternehmen für Patienten. Laden Sie sich die runter, denn die sind für Sie zur weiteren Information gemacht. Vielen Dank nochmal an den Ärzteverband Deutscher Allergologen, an den ADA und last not least an unseren Techniker Jan Klimek von Insista für die gute technische Betreuung wieder. Ich wünsche Ihnen nun allen ein sehr, sehr schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns am 13. April wieder begegnen. In dem Sinne, vielen Dank und auf Wiedersehen und vielen Dank für die Klatscher und die Daumen hoch und den Applaus. Ja, wie gesagt, schönes Wochenende und tschüss.